Der Hype um die Fake News, das ist das Thema von Koblenz im Dialog. Und ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer dritten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Koblenz im Dialog. Ich beginne gern mit einer Definition eines Medienlinguisten, Sascha Michel, der zu einer Veranstaltung Mitte, Ende Juni in Koblenz eingeladen war. Eingeladen hatte ihn der Südwestrundfunk in die Galerie des Handwerks, wo er mit dem Koblenzer Chefredakteur der Rheinzeitung Peter Burger, der ARD-Faktenfinder-Redakteurin Kirstin Becker und dem SWR-Nachrichtenchef aus Mainz, Thomas Nettelmann, über eben dieses Thema sprach. Eine Videoaufzeichnung ist im Netz dazu zu sehen. Sascha Michel erklärt, Fake, also Fälschung, und News, Nachrichten, sind Meldungen, die bewusst verfälscht wurden, um in gedruckten und elektronischen Medien Stimmung zu erzeugen, um eine Zielgruppe ganz gezielt zu manipulieren. Und das geschieht vor allem auch über Bilder und Videos und auch über Studien, die von Unternehmen bezahlt wurden und über PR-Profis verbreitet werden. Wir werden zugemüllt mit Studien, bekannte SWR-Nachrichtenchef Thomas Nettelmann, der offen einräumte, dass diese wissenschaftlichen Untersuchungen, etwa von der Bertelsmann-Stiftung, immer öfter direkt im Papierkorb landen. Eine Erkenntnis dieses Abends war unter anderem, dass es sicher Manipulationsversuche von allen Seiten gibt. Peter Burger, Chefredakteur der Rheinzeitung, rief deshalb geradezu auf: Lassen Sie sich nicht zum Handlanger machen, egal von welcher Partei, und verwies dabei auf eine Problematik. In Zeiten des Bürgerjournalismus tummeln sich Leute in der Szene, die ihr Publizistenhandwerk nicht gelernt haben. Und er ergänzte: Fehlt ein Impressum, ein Name oder Firmensitz, verbreiten Sie diese dubiose Information lieber nicht weiter. Es gibt eine Fülle von unterschiedlichen Fake News, die wir kennen. Nur kurz einige, die ich skizzieren möchte. Fake News können nicht wahre Begebenheiten sein, also die nie stattgefunden haben. Also irgendein Elefant lief durch die Stadt. Fake News können auch falsch interpretiert werden. Es gab zum G20-Gipfel in Hamburg, und darauf hat man zu dieser Veranstaltung hingewiesen, ein Panzer, der überführt wurde. Und viele glaubten, das hatte mit dem G20-Gipfel zu tun, aber eigentlich wurde er nur zu einem blöden Zeitpunkt zu diesem Tag von einem zum anderen Platz verschafft. Das prüfte man nach. Fake News werden allerdings auch produziert aus einem momentanen Anlass heraus, wie PR-Agenturen oder ein Geschäft es tun könnte. Der Laden ist besonders toll, er soll damit besonders angepriesen werden. Darüber sollte, so sind wir uns sicher alle einig, in einer Anzeigenabteilung, also das sollte sicherlich in einer Anzeigenabteilung landen oder mit dem Index Anzeige überschrieben werden. Viele Verlage tun dies bereits. Und im Falle des Dieselskandals ist die Bewerbung der höheren Leistung und der Erkenntnis, dass die Abgaswerte nur durch eine falsche Software erreicht wird, tatsächlich Betrug. Die Begrifflichkeit Fake News bedarf generell einer breiteren Diskussion, denn sie manipuliert Menschen ganz gezielt, geplant und mit hohem Aufwand. Fake News werden verwendet, um Menschen zu lenken und sie zu verwirren. Können Fake News dazu beitragen, auch geschichtliche Abrisse zu verändern oder sie auszublenden, weil Absichten und ihre Akteure im Dunkeln bleiben? Durch Fake News, und das halte ich für das Schlimmste, kommt es zu Kriegen. Sterben Millionen von Menschen, leidet die Natur, Tiere, wir alle. Gesundheitsbereiche, Pharma, Industrie, Finanzmarkt, Nahrungsmittelindustrie, Regierungen und Organisationen tragen sehr wohl dazu bei, dass Konsumenten in einem Hamsterrad laufen und Orientierung suchen. Vertraute entpuppen sich zum Erfüllungsgehilfen von Großkonzernen. So schreiben auch Chefredakteure leitender Medienkonzerne Reden für Politiker und drucken sie in ihren eigenen Publikationen ab. Neutral ist das nicht.
In etlichen Folgen deckt das Satire-Magazin im ZDF die Anstalt diese im Grunde Unmöglichkeiten der Absurditäten auf und ist damit beliebter als manch eine Nachrichtensendung. Wir möchten heute über das Phänomen sprechen, über den Hype Fake News und was noch dahinter zu verstehen ist. Wissenschaftsjournalist Eckhard Sieker ist Mr. Faktenchecker für die Satiresendung Die Anstalt. Er arbeitete unter anderem auch für Monitor und recherchiert für den Polit-Krimi-Autoren Wolfgang Schorlau. Er sagt, die Diskussion über Fake News ist von Anfang an keine wahrhaftige Diskussion im Sinne einer bürgerlichen Aufklärung gewesen. Die Diskussion über Fake News ist ein wichtiger Teil eines öffentlich verbreiteten Bedrohungsszenarios, einer politischen Inszenierung, die Ängste vor unsichtbaren Machenschaften und Feinden schürt und klares Denken behindert. Die medial diskutierte Bedrohung durch Fake News bietet die argumentative Grundlage, um zivil-militärisch aufzurüsten für den Cyber- und Informationskrieg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Eckhard Sieker. Ja, erstmal schönen Dank, dass noch ein paar gekommen sind. Ich meine, selbst Leute, die ich kannte, haben gesagt, sie wären völlig fertig und lägen zu Hause und ruhen sich aus. Erstmal vielen Dank fürs Kommen. Ich habe auch hier 5 Stunden gebraucht, also durch etliche Unfälle und so weiter. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Ahrenfelsern, dass sie auch noch gekommen sind. Ich habe immer in der Gegend gewohnt, insofern in Bad Hönningen. Insofern wusste ich so ungefähr, wo Koblenz lag und wie das aussieht. Ja, erstmal schönen Dank, dass Sie da sind. Also mein Name ist Eckhard Sieker, ich arbeite für die Anstalt. Wir machen die Anstalt zu 4 Leuten mit den ganz vielen, die dann noch als Redaktion und als Kameraleute und so weiter und als Regisseure arbeiten. Max Uthoff, Klaus von Wagner, Dietrich Kraus und ich. Und ich meine, einige werden wahrscheinlich die Anstalt schon mal gesehen haben. Also wir versuchen zumindest, in gewisser Weise machen wir ja auch Fake. Fake heißt ja, das ist ja immer das Schöne, wenn Begriffe eingeführt werden, die nicht aus unserer eigenen Sprache kommen, dann ist nicht so ganz klar, was sie eigentlich meinen. Also Fake heißt ja erstmal falsch, aber falsch nicht nur im Sinne von nicht wahr, sondern auch nicht echt. Es gibt eben auch einen falschen Bart, das ist auch ein Fake Beard. Ich meine, das ist, und die werden dann neu besetzt, diese Begriffe. Das ist hübsch. Manchmal werden auch künstliche Begriffe aufgebaut wie Handy. Manche glauben dann, wenn sie in den USA oder irgendwie in Großbritannien fragen, I lost my Handy, dass das irgendjemand da versteht. Mein Lieblingsbegriff ist ja Public Viewing. Also Public Viewing kennen die meisten, wenn man sich, das ist hier, wird hier so erkannt als etwas, ja, man guckt sich gemeinsam mit den Jungs oder mit den Mädels oder alle zusammen irgendwie Fußball an, auf einer Leinwand und trinkt Bier und hat Spaß und das ist Public Viewing. Aber eigentlich ist Public Viewing in den USA Leichenschau. Also Public Viewing ist genau das, wenn eine Leiche mit offenem Sarg dort liegt, kurz vor der Trauerfeier und die Leute sich von dieser gestorbenen Person verabschieden. Das ist Public Viewing. Also ich meine, da machen Begriffe schon teilweise kuriose Umgehungen und da, wo sie nicht herkommen, haben sie natürlich dann schnell die Bedeutung, die man ihnen da zumutet oder ihnen zugedichtet hat. Und dann kann man mit den Begriffen auch ganz viel machen. Jedenfalls Fake News. Fake News ist etwas, was uns ständig anschreit. Es ist fake, und wir haben im Kopf sofort falsch. Und dieser Hype, ich kann mich noch erinnern, vielleicht viele sich auch, das war vor gut 1,5 Jahren, Januar, nachdem Trump gewählt worden war. Und er das erste Mal dann sozusagen, ich habe es mal hier gesammelt, wie das mit dem Fake anfing. Also er hatte sich auseinandergesetzt mit CNN. You are fake news. Und der Begriff Fake wurde dann richtig hochgeblasen. Und wir haben das, wir hatten im Februar dann letzten Jahres dann eine Sendung und wir haben gesagt, naja gut, wir gucken uns das mal an, was da so passiert. Also jedenfalls aus allen Zeitungen schrie uns erstmal an Fake. Fake News und es war unglaublich viel Aufregung darüber, dass wir jetzt überall mit Fake News
sozusagen belastet werden, bedroht werden. Und im Zweifel, das heißt also, Fake News aus allen Zeitungen. Donald Trump am 11. Januar 2017, you are fake news, gegenüber CNN. Das Interessante ist dabei, das will ich heute Abend jetzt nicht machen, wenn man sich das anguckt, da haben sie ihm gesagt, dass er sozusagen also unter Druck gesetzt würde von Putin und er hätte Unterlagen und er hätte ihn im Griff und er wüsste was davon, was er mal irgendwie mit irgendwelchen schrägen Geschichten in irgendwelchen Hotels gemacht hätte, irgendwie ins Bett gepinkelt und mit Nutten was gemacht und so weiter. Die Geschichte und der Trump stellt sich hin und sagt, you are fake news. Das Blöde ist, er hat recht. In dem Fall hatte er recht, weil das, was dort sozusagen ihm vorgelegt wurde, war ein Bericht eines britischen Geheimdienstagenten, der in Auftrag diesen Bericht gemacht hat. Das ist eine andere Story. Jetzt will ich heute Abend gar nicht machen, bräuchte man sonst zu lange für. Kommen wir zu vielem nicht. Da hatte er recht. You are fake news. Er hatte recht, dass das, was da vorgelegt wurde, wirklich fake war. Dann gab es am 12., eine Woche später, die Rede der Bundesministerin der Verteidigung von der Leyen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und sie erklärte dort, dass dass Trolle und Fake News die Axt direkt an die Glaubwürdigkeit demokratischer Institutionen und freier Medien legen. Dies geschieht hybrid, scheinbar harmlos, aber der aggressive Charakter des Gesamtbildes offenbart sich erst später, meinte sie. Im Zentrum des Angriffs stehen unsere offenen Gesellschaften, unsere freiheitliche Lebensweise, unsere Vielfalt und damit die Basis unseres Wohlstands. Also da wurde das Bedrohungsszenario praktisch kurz darauf, im Grunde genommen irgendwie knapp einen Monat später dann aufgeführt. Zwei Tage später, am Ende dieser Tagung, am Schlusstag der Münchner Sicherheitskonferenz, haben US-Senatoren in Angriff durch Fake News den Kampf angesagt auf dieser Tagung. Vor dem Hintergrund einer Debatte in den USA um angeblich russische Fake News während der US-Präsidentschaftswahlen sagte die demokratische Senatorin Shaheen, der Einsatz von Fake News sei eine Strategie, die vorrangig Russland verfolge. Da wissen wir, wer es jetzt ist. Es gehe um das Untergraben westlicher Werte und Institutionen mit Mitteln unterhalb der militärischen Ebene. Hiervon seien vermeintlich auch, angeblich auch bevorstehende Bundestagswahlen in Deutschland bedroht. Das heißt, es wurde erstmal, gab es diesen Hype in den USA, dann gab es die Sicherheitstagung, dann wies man darauf hin, wir sind bedroht, die Russen sind's und unsere Bundestagswahl ist auch bedroht. Und dann kam sofort am 22.02., ein paar Tage nach dieser Konferenz, von Russland lernen heißt Lügen lernen. So stand es in der Frankfurter Allgemeinen. Und dann am selben Tag, das war ein Sonntag, Conway, die Sprecherin von Trump, sie sagte, sie führte den Begriff Alternative Facts ein. Also der Hintergrund war der, ein Sprecher von Trump hatte gesagt, also auf der Präsidentschafts-Intronisationsparty von Trump wären mehr Leute gewesen als damals bei der Inauguration von Obama. Das war eindeutig widerlegbar. Das war einfach falsch. Und sie ist darauf angesprochen worden am 22.02. auf diese Aussage ihres Kollegen und hat gesagt, ja, wissen Sie, der gab Ihnen einfach alternative Fakten. Das war, ich meine, eine kreative Darstellung für eine glatte Lüge. Ja? Und seitdem sind wir auch noch von alternativen Fakten bedroht. Und als wir dann um dieser Zeit gab es dann auch im WDR zum Beispiel Angebote an Journalisten, wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wir dürfen da selber irgendwie nicht reinfallen. Und es gab sozusagen dieses neue Wort, dann Buzzwords, ist ein Buzzword, also ein Wort, das überall vorkommt und uns im Grunde genommen rund um die Uhr eigentlich beschäftigt. Die mediale Welt scheint voller Fakes, voller Fake News, manchmal gibt es auch wahre Fakten, postfaktische Umstände und alternative Fakten und Lügen. Und wir hatten das und es ist bis heute nicht wieder auf den Zustand vorher gekommen. Und der Duden fing zu dieser Zeit damals auch schon an und machte sich Gedanken, ob er nun Fake News wirklich auch und postfaktisch und Lügenpresse nicht auch in den neuen Duden übernimmt. Ich meine, das ist ja auch ein echtes Problem, denn wie die Werbung dann von ihm,
von der Duden-Redaktion lautete: Fake News sind blöd, besonders wenn man sie falsch schreibt. Und das war so ein Punkt, wo ich sagte, wo wir dachten, okay, also irgendwie wäre es vielleicht ja mal ganz sinnvoll, hier sich mit Fake News zu beschäftigen. Wir haben das gemacht im Februar mit der ersten Sendung damals der Anstalt. Und wir haben uns gesagt, also die Lösung, der Hype um die Fake News geht einfach weiter und wir müssen daraus irgendwie jetzt reagieren. Die Lösung haben wir uns ausgedacht, wir brauchen jetzt einfach mal ein Wahrheitsministerium, das Klarheit bringt, das uns alle und unsere Demokratie schützt. Was soll das nun alles? Und wir fragen dann Experten, die wir dann in die ZDF-Anstalt eingeladen hatten. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie das Wahrheitsministerium dann auch so funktioniert. Ich würde sagen, ja, okay, gut, vielen Dank für diese... Gerne. Danke, gut. Ich begrüße Sie zur allerersten Sitzung hier im Wahrheitsministerium, eigens von Thomas de Maizière eingerichtet. Wir sind uns alle einig, Fake News, die gefährden die Demokratie und die Bundestagswahl. Deswegen sind Sie als Experten geladen, um das zu verhindern. Ich darf Ihnen vorstellen, rechts neben mir, da sitzt die Frau Dr. Bosetti. Moment. Das ist korrekt. Gut. Ja, sie ist nämlich Faktencheckerin, wie Sie vielleicht gemerkt haben, dass ich es auch richtig mache, nicht? Von der Anti-Fake News Task Force East Stratcom. Oh, East, Osten, damit man direkt mal weiß, wo die Propaganda herkommt. Sehr, sehr unabhängig. Ja, von wem? Also, das ist eine Anti-Falschmeldungseinheit der EU. Ach, Boscher, Herr. Gut, ja. Denjenigen, der hier sitzt, haben Sie ja schon kennengelernt. Das ist Herr Puffpaff. Moment. Ja, der heißt wirklich so. Ja, und er vertritt hier die alternativen Medien, wenn ich das richtig verstehe. Er betreibt den medienkritischen Blog Elvis lebt. Moment. Das ist nicht korrekt. Elvis ist tot. Ja, das ist ja auch ironisch gemeint. Witzig. Ja. Also ich und meine Firma, also ich, wir betreiben diesen Blog, um die Fake News der Mainstream-Presse zu entlarven. Wunderbar. Schon in einem Satz selbst Fake News produzieren. Ja, diesen Herrn brauche ich Ihnen natürlich nicht vorstellen. Das ist der berühmte Publizist Dr. Dr. Detlef Dünnhaut. Er galt lange Zeit als die versierteste Edelfeder der Republik. Galt? Soll ich das checken? Nein, lass es. Okay, ja. Last but not least, unser Durchschnittsmediennutzer, Herr Springer. Herr Springer, was sagt ein absolut durchschnittlicher Leser wie Sie zu Fake News? Ja, Fake News, also... Fake News sind vielleicht gar nicht so gut, oder? Ja, ich würde sagen, da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich finde auch, wir müssen Fake News schnellstmöglich verbieten. Ja, Moment, Sie können ja nicht einfach was verbieten. Da sollte man erstmal wissen, was es ist. Also sollten wir die Frage klären, was sind Fake News? Ja, vielleicht wenn Sie, Herr Doktor. Ach, das ist ja noch nicht so schwierig, ja. Nee, wahr? Fake News, das sind immer die anderen. Aha. Vielleicht sollten wir das anhand eines konkreten Beispiels machen. Frau Dr. Bosetti, was haben Sie denn für uns? Wir von der Anti-Fake News Task Force East News, wir haben herausgefunden, es gibt massive Desinformationen über die Verstärkung der NATO-Ostflanke. Aha, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, reden wir mal über das Säbelrasseln der NATO an der russischen Grenze. Reden wir mal drüber. Kommt bitte, los. Auf. Merken Sie schon, wie tief die russische Propaganda in ihn eingesickert ist. Oh, jetzt hören Sie auf. Nein. Ich meine... Es ist doch so, der Begriff Säbelrasseln, ja, für sich, das sind doch schon Fake News. Moment. Korrekt, die NATO verfügt in ihrem Militärarsenal über keinerlei historische Hieb- oder Stichwaffen. Moment, jetzt will ich mir dieses Wahrheitsministerium verbieten, dass ich die NATO als aggressiv bezeichne. Ja, also. Ja, okay, was ist dann mit den 3600 Panzern an der russischen Grenze? Oh, 3600 Panzer, das lässt sich ja verifizieren, Frau Dr. Bosetti. Nach unseren Informationen sind es 3600 Fahrzeuge, aber nur 87 Panzer. Ja, da schau her, da hat sich Elvis ja nur um 3500 Panzer verrechnet. Ja. Vielleicht, wo haben Sie denn Ihre Zahl her, Herr Puffpaff? Von einer seriösen Website aus der Ostukraine. Ach, habe ich mitgebracht. Haben Sie mitgebracht vielleicht da? Ja. Sieht man das nicht? Ah, da ist der Bildschirm aus. Vielleicht gibt es einen Haustechniker, der an dieser Stelle den Bildschirm anschauen. Ansonsten kann ich es Ihnen ja erzählen. Ja, Sie können es mir. Da ist er auch da. Wir haben einen anderen Bildschirm. Da drüben sehen wir es. Und... ganz offensichtlich, russischer Propagandamüll, nichts weiter. Ja. Ja, ich denke mal, wir müssen Sie als Fake News klassifizieren, Ihre Nachrichten. Ja, warum das denn? Sie können mir doch jetzt nicht einfach verbieten, eine falsche Zahl zu verbreiten. Das ist Zensur. Dann ist die Korrektur einer Mathearbeit auch Zensur. Ja. Okay. Nein, weil ich habe in Mathe ja selber Zensuren gekriegt. Woher hat denn hier diese Tastentussi da ihre Zahl mit den 87 Panzern? Also, Moment. Ja. Von der Website der US-Armee. Ja, super. Das ist ja total unabhängig. Ja,
Also ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns diese Website mal gemeinsam an. Ich weiß jetzt, auf welchem Schirm wir das machen. Vielleicht dort drüben. Ja, da sieht man doch ganz rechts oben. 87 Tanks, also 87 Panzer werden von der NATO eingesetzt. Ja, aber doch noch was. Da steht ja noch 144 Bradley Fighting. Das ist ja, das muss ja auch was sein. Was ist denn das? Ja, Frau Doktor. Moment. Aha. Ja, ist klar. Lassen Sie mich ran, das ist kein Panzer, das ist ein Kombi mit einem geräumigen Kofferraum. Ja, es ist. Sowas fahren Sie doch auch, Herr Doktor, nicht? Nein. Meine Frau, ja. Wegen der Sicherheit der Kinder. Das ist ein Schützenpanzer. Ah, okay. Mhm. Sie, Fräulein, da war noch was, was ich nicht mehr gesehen habe. Da war noch was gestanden. Ja. Die 18er, die Paladins 18, das muss ja auch was sein. Was ist denn das? Aha. Lass mich raten, das ist ein Bobbycar. Das ist ein Sportfahrzeug mit Schneeketten. Das ist eine selbstfahrende Panzerhaubitze. Du wirst es hier einscheißen, der Russ. Ja, okay. Ich denke, die muss ich mal zusammenzählen, alle. Das ist ja auch. Also, dann hätten wir nach US-Angaben etwa, so mal summarum, 250 Panzer im Einsatz für die NATO. Aha. Ja. Ja, gut, aber die 87 Panzer waren auch falsch. Moment. Korrekt, das ist falsch. Okay, also ich fasse mal zusammen. Die EU-Faktencheckerin hat eine falsche Zahl von 87 verkündet. Sie und die Russen eine falsche Zahl, eine völlig falsche Zahl von 3600. Und das ist eben der Unterschied zwischen Fakt und Propaganda. Verstehen Sie? Nein. Ja, genau das ist es, weil es auch keinen Unterschied gibt. Vor allem hier dieses Stratcom. Durch wen wurde es denn eingesetzt? Herr Dönau, durch die EU. Und was ist die Aufgabe von Stratcom? Ich zitiere: Stratcom soll positive Erzählungen über die EU verbreiten und den Kontakt zur NATO pflegen. Ja, das nenne ich ja mal unabhängig. Tja, gut, es geht ja bei Fake News nicht nur um die NATO, sondern eben auch um geflüchtete Menschen, nicht? Da gibt es ja auch sehr viele Fake News. Lassen wir uns vielleicht da lieber drüber gucken. Wir haben ein paar Nachrichten vorbereitet und gucken, ob das Fake News sind. Vielleicht können wir das auf diesen Schirm legen, Frau Dr. Bosetti. Ja, schauen Sie mal, es kann nicht sein, dass 70% der Männer unter 40 Jahren vor einer Abschiebung für krank und nicht transportfähig erklärt werden. Ja. Die Zahl ist frei erfunden. Also, klassische Fake News, mit der dieses Land destabilisiert werden soll. Wo stand denn sowas? Wahrscheinlich auf seinem Sudelblock. Die Zahl ist vom Innenminister. Vom Innenminister? Ja, um Gottes Willen, da möchte ja der Innenminister Deutschland destabilisieren. Nein, ich glaube nicht, dass der Minister das vorhat. Nein. Dann sind es keine Fake News. Ich würde sagen, es ist Grauzone. Der Minister hat ja eine Zahl verwendet, 70%, und die Zahl 70, die gibt's ja. Oder? Ja, die Zahl existiert. Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns gleich mal die nächste News an. Können Sie das vielleicht auf den Schirm legen? Ungefähr 30% der Menschen, die jetzt kommen, behaupten, sie wären Syrer, sind aber keine. So, das ist... Auch für diese Behauptung gibt es keine Belege. Also, klassische Fake News von... Thomas de Maizière. Ja, gesagt bei Maybrit Illner. Ja, aber wenn er es in einer Talkshow gesagt hat, dann ist es keine Fake News. Fake News gibt es ja nur im Internet. Ja. Aufmerksame Leser, das ist es, was sich eine Zeitung wünscht. Zumal er gesagt hat, 30% sind keine Syrer, also sind 70% Syrer, und dann stimmt es wieder, weil die Zahl 70 gibt es ja. Gut, vielleicht die nächste News noch, wenn wir die... Ah, gut, jetzt gibt es schon viele Flüchtlinge, die bestellen sich ein Taxi, haben erstaunlicherweise das Geld, um hunderte von Kilometern durch Deutschland zu fahren. Das ist ja offensichtlich auch von Thomas de Maizière und auch die Zahl vermutlich völlig erfunden. Ja, aber Fräulein, wenn die 70 Kilometer gefahren sind, dann stimmt's wieder. Ja, okay, das schreiben wir gleich hier rein. Mich würde ja viel mehr mal interessieren, wie der Innenminister eigentlich ins Büro kommt. Warten Sie, lassen Sie mich raten, er reitet auf einer Kanonenkugel. Also, Entschuldigung, das ist unfair, den Minister als Lügner darzustellen, nur weil er mehrmals die Unwahrheit gesagt hat. Sind natürlich keine Fake News, nicht wahr? Weil sie das Land eben nicht destabilisieren, sondern stabilisieren. Indem wir aus der Luft gegriffene Behauptungen für bare Münze nehmen, nicht wahr? Signalisieren wir dem Volk, dass wir uns um die Ressentiments des Pöbels kümmern. Und dadurch halten wir die rechten Kräfte im Wahlspektrum und stabilisieren auf diese Art die Bundesrepublik Deutschland. Ja, aber wenn das alles überhaupt gar nicht überhaupt gar keine wenn das überhaupt nicht Fake News, wenn das gar nicht nicht Fake News sind, wie viel Fake News gibt's dann überhaupt im Internet? 36. Ah ja, da schau ja, das ist genau die Hälfte von 70. Naja, also. Also in
36 in Deutschland in 2 Jahren. Fakt ist, man weiß nicht genau, wie viele Fake News der Durchschnittsleser konsumiert und man weiß auch nicht, was es mit ihm macht, wenn er sie konsumiert. Aha. Also Fräulein, dann sind die Berichte über die Gefahren von Fake News Fake News. Ja, ich danke Ihnen für diese Arbeit. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen, dann unter dem Motto, wo finden wir endlich diese Fake News, die wir dann verbieten können. Dankeschön. Das war jetzt erstmal so, wie wir da reagiert drauf hatten, auf den unmittelbaren Hype. Haben wir das mal versucht, wer produziert hier eigentlich außer den Russen noch Fake News oder so? Und auch so Zahlen, wie zum Beispiel, da sind nur 36, also diese Hälfte von 70 da. Wer da wissen will, wo wir das herhaben, da gibt es immer so einen Faktencheck dazu. Der ist zwischen 30 und 100 Seiten lang. Da kann man sich diese Dinge also und unsere Quellen auch genau angucken. Also in diesem Fall war das so, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, über mehrere Jahre mal 450 Fake News oder was in dem Umfeld war oder überhaupt unter diesem Begriff fallen könnte, zu sammeln und hat dann auch immer mal geguckt, was ist das denn? Sind es Falschaussagen? Sind es Gerüchte? Sind es Hoaxes, also gefälschte Behördenbriefe oder sowas? Sind es haben die Fake-Status oder Fake News? Das heißt also, im Grunde genommen ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Und wenn man das mal so aufteilt und mal sich raussucht, wie viel Prozent da waren, kam man da von den 450 ungefähr auf 36. Wie das jemand mal gemacht hat, kann man da also nachvollziehen. Aber es ging nur darauf, dass auch nicht so ganz klar ist, was es ist. Und es ist ein Hype da. Aber die Frage war, was sollte zu diesem an diesem Moment dieser Riesenhype, der bis heute anhält und ein Bedrohungsszenario dahin dieser, inszeniert. Also dieser Fake News Hype. Und die Frage war für uns dann, das kam ja auch ganz kurz in der auch vor, diese, dass es da um eine EU-Einheit gibt, EU's Stratcom Task Force. Gehe ich gleich noch mal drauf ein. Das ist kein Gag. Also wir hatten uns natürlich gefragt, warum geht die unangemessene große Aufregung, dieser Hype über Fake News häufig faktenfrei einfach weiter? Warum sind Fake News hauptsächlich ein Problem des World Wide Web? Und warum sind wir im Westen vor allem Opfer von Fake News-Attacken, angeblich von Russen? Und die Antwort, die sich dann rausstellte, war, das ist Informationskriegsführung. Wie kommen wir darauf? Also zunächst mal Erinnerung noch, 22. Januar, das war also die Einführung auch des Begriffs alternative Fakten, gab es einen Artikel in der Zeit, 11 Aufrichte gegen Lügen. Und darin erfuhren wir, dass es eine Gruppe europäischer Beamter gegen Fake News kämpft. Und interessant war dabei, wenn man dann das weiterlas und mal guckte, wie heißt denn diese EU? EU East Stratcom Task Force. Also wenn man sich diesen Begriff mal so anguckt, das hört sich schon ein bisschen militärisch an. Dann haben wir gesagt, naja gut, seit wann gibt es die denn? Naja, im März 2015 beschlossen die Regierungschefs der EU-Länder, dass im Europäischen Auswärtigen Dienst eine Abteilung für die strategische Kommunikation, Stratcom, aufzubauen sei. 2015. Ausdrücklich richtet sich die Stratcom gegen russische Fake-News-Produzenten. Der Krieg in der Ukraine wirkte wie ein Weckruf. Also das war der erste Hinweis darauf, dass längst bevor dieser Hype kam, 2015 schon die EU im Rahmen der Ukraine-Krise sozusagen mal so beschlossen hat, wir machen ein EU-Stratcom für strategische Kommunikation gegen Russen. Und dem sind wir dann nachgegangen und haben dann gesehen, dass am 19. und 20. März 2015 tatsächlich ein Beschluss da war, dass der Europäische Rat 2015 betonte die Notwendigkeit, Russlands laufende Desinformationskampagnen entgegenzuwirken und versuchte die Hohe Vertreterin in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der EU bis Juni einen Aktionsplan über strategische Kommunikation auszuarbeiten. Die Einsetzung eines Kommunikationsteams ist ein erster Schritt in diese Richtung. Das heißt, wir sind im Grunde genommen überhaupt nicht bei dieser ganzen Diskussion darüber informiert, dass 2 Jahre vorher auf EU-Ebene im Rahmen der Ukraine-Auseinandersetzung im Grunde die EU mal beschlossen hat, wir machen ein Büro für strategische Kommunikation. Eine, wie es dann hieß, eine Taskforce gegen Propaganda. Und diese Taskforce gegen Propaganda
wurde dann systematisch aufgebaut und am 1. September hat die East Stratcom Task Force ihre Arbeit aufgenommen und hat dann auch ein Rumschreiben, Disinformation Review, wir sind immer noch im Jahr 2015. Dann hat man parallel den ersten Cyber-Inspektor der Bundeswehr nominiert und das war dann im Grunde genommen, wurde am 17. September 2015, hat dann die Bundesministerin der Verteidigung einen ersten Tagesbefehl zur Zukunftsbefähigung der Bundeswehr im Cyberraum erteilt. Dann wurde am 5. Oktober 2016 ist in Berlin ein weiterer Schritt zur Bündelung der Fähigkeiten für Cyberwar und Cyberwarfare der Bundeswehr aufgebaut worden. Und am 14.10. wurde der erste Cyberinspektor der Bundeswehr nominiert. Und das heißt also, es ist alles gelaufen, ohne dass das irgendwo in Nachrichten großartig kommt. Das kann man finden, das ist nicht geheim, aber das wird irgendwie nicht in den Zusammenhang gebracht. Und gleichzeitig fand man dann im Juli 2016 schon mal, dass es sozusagen in Lettland dann auch seit 2014 schon ein NATO-Zentrum für Krisenkommunikation gab, was mit dem NATO-Haupt, der Hauptzentrale in Belgien, dort direkt eröffnet wurde, bevor in der Ukraine das Ganze anfing. Das ist sicher kein Zufall. Das heißt, 2014 wurde dann im Baltikum eine neue NATO-Zentrale für Krisenkommunikation, strategische Kommunikation aufgebaut. Und das war das auch, was Puffpaff dann vorgelesen hatte. Das Hübsche dabei ist dann, dass sie dann bei der NATO und bei der EU von Anfang an gesagt haben, dass dort, und das ist das Hübsche dabei, ich suche gerade die Stelle, dass sie koordinierte Informationen und positive Narrative, das ist wichtig, positive Narrative zur EU verbreiten sollen und die Zusammenarbeit mit der NATO verstärken. Das heißt, diese Aufgabe des EU-Stratcoms, also dieses Ding heißt NATO Strategic Communication, an Evolving Battle of Narratives. Also eine NATO-strategische Kommunikation, eine sich entwickelnde Schlacht um Erzählungen, um Narrative. Dies ist aber nicht von der NATO, sondern von der EU, dieses Papier. Und hier ist es also so, dass wir diese strategische Kommunikationseinrichtung bei der EU dazu dient, positive Erzählungen im Osten zu verbreiten und eng mit der NATO zusammenzuarbeiten. Und das ist genau der Verein, der heute sozusagen als die tapferen Helden und Kämpfer gegen Fake News dann gehandelt werden. Und am 5. April 2017 war es dann soweit, dass wir letztendlich mit einem feierlichen Appell am kommenden Mittwoch das Kommando Cyber- und Informationsraum als 6. militärischer Organisationsbereich in Bonn seine Arbeit aufnimmt. Das heißt, die Bundeswehr besteht jetzt nicht nur aus Heer, Luftwaffe, Marine, Sanitätsdienst und Streitkräftebasis, sondern ein Kommando, Cyber- und Informationsraum. Also es ist klar, da ist eine Infrastruktur in der Zwischenzeit auch in Deutschland aufgebaut worden für Cyberwarfare und Information Warfare, was zwei verschiedene Dinge sind. Das eine ist sozusagen mit elektronischen Computermitteln, zum Beispiel eben kann man auch elektrische Infrastruktur, Energieinfrastruktur und andere Dinge lahmlegen im Ziel oder Systeme hacken. Und auf der anderen Seite ist die Informationskriegsführung, wo nicht mehr so ganz klar ist, wann der anfängt und wann es aufhört. Das ist sozusagen der Kampf um Köpfe. Und das war am 5. April 2017, nachdem sozusagen dann alles schon seit 2015 vorbereitet war peu à peu im Rahmen dieser Ukraine-Auseinandersetzung, wurde dann sozusagen diese Münchner Strategiekonferenz und benutzt, um zu sagen, wir müssen uns jetzt verteidigen, wir sind jetzt ja auch total angegriffen und bedroht, war aber alles schon aufgebaut. Nämlich ein paar Monate später wurde das Zeug schon eingeweiht und es sind jetzt nicht einfach nur ein kleiner Laden, sondern dann ab 1. Juli besteht die Bundeswehr mit ihrer neuen Einheit Cyber- und Informationsraum aus 13.500 Soldaten. Das ist, die ihr zugestellt sind in allen Streitkräfteeinheiten. Das heißt,
Da wurde mal so nebenbei vorne hier mit Fake News gemacht und auf der anderen Seite machen wir da hinten gerade mal eine militärische Infrastruktur aufbauen. Weil wir sind ja bedroht. Das Auffällige dabei ist, das kriegt man nicht in 2-3 Monaten hin. Das ist uns aufgefallen, deswegen mal gucken. Da braucht man doch ein bisschen länger für organisatorisch. Da muss man Gelder beantragen, da muss man im Grunde mit den Verbündeten irgendwas machen und man findet dann diese Ergebnisse. Das heißt, Fake News und Information Warfare oder Cyber Warfare gehören zusammen. Die Diskussion über Fake News ist eingebettet in den weiteren Auf- und Ausbau einer zivil-militärischen Infrastruktur zum Führen von Informations- und Cyberkriegen. Die angebliche Bedrohung durch Fake News bietet die Grundlage zur Legitimation in der Öffentlichkeit, damit man solche Dinge tun kann. Man muss es ihnen aber nicht sagen, weil die meisten wussten das vielleicht gar nicht. Ja, die angebliche Bedrohung durch Fake News bietet die Grundlage, um dann zivil-militärisch und nicht nur militärisch, zivil-militärisch aufzurüsten für den Cyber- und Informationskrieg. Und Netzwerke der Informations- und Cyberkrieger sind die US Cybercom for Informeet, das Nationale Cyberabwehrzentrum Bonn, Kommando Cyber und Informationsraum in Bonn, East Stratcom Task Force Brüssel, EU, NATO Stratcom Center of Excellence Riga, Lettland und andere. Das heißt, in Abwandlung eines Zitates des Sozialphilosophen Max Horkheimer möchte ich dieses Thema jetzt damit beenden, indem ich sage, wer aber vom Informationskrieg nicht reden will, sollte auch von Fake News schweigen. Und insofern ist das ein klassisches Thema, wie uns sozusagen Begriffe gegeben werden, die nichts weiter im Grunde genommen überdimensional hypen, also lügen. Desinformation ist ja nicht wirklich etwas wirklich Neues. Also gelogen wurde schon immer, oder wie was Bismarck zugeschrieben wird, vor dem Krieg und nach der Jagd wird unglaublich gelogen. Also das ist nicht neu. Desinformation ist nicht neu. Aber das Problem, was neu ist, sind die Mittel, der Umfang und eben, dass diese Begriffe sich eintarnen, darin, dass man uns schützen will, die Bürger schützen will, auf jemanden, den man als Feind betituliert, es ist der Russe. Nicht? Es wird nicht wirklich bewiesen, sondern es wird gesagt, ja, wir wissen das, unsere Dienste haben das auch rausgekriegt. Und das ist der Punkt. Man nimmt einen Begriff, der sozusagen uns etwas fremd ist, er wird zu einem Bedrohungsszenario aufgebaut, es wird ein Konsens hergestellt in der Öffentlichkeit? Wie wird der hergestellt, indem man das ständig wiederholt und zig sogenannte Experten, dass sie immer wieder sagen, wir haben es karikiert, das ist ja ganz schlimm, da müssen wir einschreiten, da müssen wir uns schützen, das ist gegen unseren Wohlstand, das ist gegen unsere Werte, unsere Demokratie und alles, was uns lieb und heilig ist. Und im Hintergrund sind dieselben Leute, die uns diese Story, dieses Narrativ verkaufen, haben schon längst eine Infrastruktur zur Aufrüstung des Informationskrieges und Cyberwaffe aufgebaut. Und das ist das, was wir versuchen, mit so Sendungen wie der Anstalt aufzudecken oder wie es im Monitor auch versucht oder so. Es ist wichtig, die Hintergründe hinzukriegen. Vordergründig die Ablenkung, die Show. Hintergründig, und das ist nicht mal geheimes Material, also was man früher mal in Redaktionen oder auch beim Monitor machen musste, sich, als auch noch kein Internet gab oder so, richtig zu suchen, Papiere irgendwo zu ergattern. Dies alles ist hier gar nicht der Fall gewesen. Man musste einfach mal überlegen, ein paar einfache Dinge. Wie kann es sein, dass auf einmal so ein Hype entsteht und zum Beispiel 3 Monate später sofort eine militärische Antwort da ist, die man dann sofort auch schon parat hat? Und das ist unter normalen Umständen gar nicht möglich. Und insofern kommt man dann relativ schnell da drauf und sagt, ja, guck mal, war da nicht vorher schon was? Und das war natürlich dann der Punkt, man kann es rausfinden. Man kann es rausfinden, da braucht man nur ein bisschen Zeit für. Normalerweise haben Leute das nicht, weil sie arbeiten gehen müssen, was anderes tun, wenn sie Arbeit haben. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, sie müssen im Grunde genommen die Zeit, die das Geld dafür kriegen, dies zu tun. Deswegen, denke ich, machen wir unseren Job dafür, diese GEZ-Gebühren und versuchen das zumindest sowas rauszukriegen und dann irgendwie zu veröffentlichen. So, und dann die Frage ist natürlich,
Warum läuft das so? Es ist nicht nur der einzige Begriff. Das gibt ganz viele Dinge, die im Grunde genommen sich durch eins auszeichnen, nämlich das, was eben schon da war, Erzählungen, Narrative. Und vor allen Dingen dann auch, das geht mit dem Begriff Fake News genauso wie mit dem Begriff Verschwörungstheorien oder Querfront und so weiter. Es wird ein Begriff benutzt, um zu ächten oder etwas einfach erstmal im Grunde genommen zu bekleben als das ist nicht gut. Das heißt, es geht darum, dass man auch in dieser Diskussion, zum Beispiel auch über Verschwörungstheorien, wird nicht gesagt, ich meine, ein Verschwörungstheoretiker sagt selten, er macht Verschwörungstheorien, sondern es wird von anderen gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie, wobei das nicht wirklich erhellend ist. Also eine Verschwörung entsteht jeden Tag, also wenn sich ein paar Leute treffen, sich absprechen, gegen Interessen von Mehrheiten zu handeln und sich dabei sagen, komm, wir halten still darüber, dann ist das formal eine Verschwörung. Ich meine, das ist albern, es gab schon immer. Aber das Problem ist, es geht nicht darum, Vorgänge aufzuhellen. Also zum Beispiel zu fragen, was ist jetzt in 9/11 wirklich passiert? Oder was ist zum Beispiel, im Grunde genommen Fall NSU tatsächlich im Hintergrund gelaufen? Sondern wenn Leute von der öffentlichen oder vom Konsens abweichende Meinungen haben, da kommt irgendeiner her, sagt Verschwörungstheorie. Nicht um jetzt zu sagen, warum das jetzt irgendwie alles nicht sein kann, sondern im Grunde genommen wird da irgendwie so ein Button dran gemacht. Sozusagen muss man nicht mehr drüber reden. Es geht einfach darum, mit diesen Worten etwas zu kennzeichnen, was nicht weiter beachtenswert ist. Und das bedeutet, dass vor allen Dingen alle diejenigen, die so ein bisschen irgendwie eine Kritik an Herrschende haben, oder wie in diesem Fall kann man gar nicht an Herrschende vorbeikommen, sie machen es mit dem Cyberwarfare, mit der Information Warfare, und zwar nicht nur in Deutschland, dann will man ablenken, was sozusagen sagen, nein, wir immunisieren jetzt, wir sagen, das ist zum Beispiel eine Verschwörungstheorie, aber wir reden nicht drüber, warum das jetzt irgendwie alles nicht sein kann oder nur nebenbei. Das ist, will ich aber an der Stelle nicht weiter eingehen, weil Sie nachher ein Netzwerk sehen werden, wo jede Verschwörungstheorie ein Bullshit ist. Vorher möchte ich aber noch eins klarstellen, was bedeutet dieses merkwürdige Wort Narrativ, Erzählung? Das hat was zu tun, dass in den 70er Jahren, ich meine, Menschen angefangen haben, sogenannte postmoderne Ideen in der Kunst zu entwickeln. Das war im Grunde genommen, war da so eine Idee, dass man den Wahrheitsbegriff so ein bisschen totalitär fand, dass Leute sagen, zum Beispiel Physiker meinen, also im Grunde genommen was zu messen, und dann können sie irgendwie mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass irgendwie, wenn ich jetzt was fallen lasse, das Ding hinfallen wird, nicht? Gravitation ist dann da. Und das wollte man natürlich zum Beispiel in den Gesellschaftswissenschaften, in der Kultur nicht ohne weiteres auch so anwenden. Und da ist dann Folgendes entstanden, eine Diskussion um 3-4 Eckpunkte, die ganz wichtig sind, um das zu verstehen. Erstens, was ist wahr? Und ich meine, es gibt sowas wie Wahrheitstheorien, wo man sagt, ich sage eine Behauptung und ich gucke mal, der Eiffelturm steht in Kopenhagen und dann gucke ich nach und das ist dann nicht so, dann ist die Aussage falsch. Das heißt, ich vergleiche das, was ich aussage, mit dem, was da ist in der Realität. Das nennt man Korrespondenztheorie. Und was man in den Wissenschaften auch macht, wenn Aussagen gemacht werden, dass man erstmal guckt, ob die unter sich logisch widerspruchsfrei sind. Wenn sie nicht logisch widerspruchsfrei sind, muss ich auch nicht mehr an der Realität testen, weil dann kann sie gar nicht sein. Dann gibt es Leute, die sagen, Wahrheit braucht man gar nicht, das ist überflüssig, auch eine Theorie. Und dann gibt es die Konsenstheorie. Diese Konsenstheorie, um die es auch in dieser sogenannten postmodernen Ideologie geht, besteht darin, dass man sagt, pass mal auf, es ist Wahrheit, also, und Realität, und dass Leute dann sagen, durch Messung oder Überprüfung kann man was rauskriegen, das ist schon unterdrückerisch. Weil Leute dann einfach sagen, sie hätten Recht. Und dann hat man damals diskutiert, dass es doch viel besser sei, dass jeder sein Recht hat auf seine eigene Erzählung, wie die Welt ist oder wie eine Situation ist. Und dann, wenn alle das erzählt haben, wir sitzen uns jetzt alle hin und überlegen uns, wie ist jetzt sozusagen der Wasserstand im Rhein, die Temperatur, was bedeutet das für die Fische? Wir setzen alle uns hin und erzählen jetzt eine Geschichte und dann einigen wir uns auf eine und stimmen ab und die ist dann richtig. 2 und 2 ist 5. Bitte? 2 und 2 ist 4, ist 5 nicht mehr. Ja, ich meine,
da haben sich nicht so ganz mathematisch dran getraut, aber das Problem ist, dass Geschichten erzählt werden, sogenannte Erzählungen. Man setzt sich hin und sagt dann, das, was von allen dann akzeptiert wird, ist richtig. Und das ist tolerant. Dass das realistischerweise ein totaler Realitätsverlust ist, ist eine andere Sache. Aber das Problem ist, das hat sich peu à peu durchgesetzt. Und so Dinge wie sozusagen, es gibt eine Realität außerhalb unseres Kopfes und wir denken darüber nach, wir überprüfen das, gilt zwar noch in so Nebenbereichen wie Naturwissenschaften oder so, aber eben nicht in diesen sozialen Auffassungen. Das hört sich jetzt absurd an, aber warum glauben Sie denn, dass es so viele Talkshows dann gab? Weil man nur noch Erzählungen übertragen hat und dann festgelegt wurde, sozusagen, was der Konsens ist. Und jetzt machen wir ganz kurz. Wahrheit ist also Wahrheit, die man in der Realität testen kann. Die Konsenswahrheit ist also sozusagen eine Mehrheitswahrheit. Sozusagen braucht man keine Realität mehr, man braucht nur noch eine Story. Dann klassisch Wissen. Nur mal, damit man da so ein paar Begriffe nicht einfach nur so schon mal gehört hat. Wissen heißt, wenn ich etwas weiß, dann glaube ich daran. Das ist wichtig. Zweitens, ich kann diese Dinge belegen, objektiv gegenüber Dritten. Und es muss wahr sein. Also ich kann nicht etwas wissen, was nicht wahr ist. Das ist natürlich dann schwierig rauszukriegen. Deswegen kann man nie sicher wissen. Aber wichtig ist, daran selber objektiv zu glauben. Zweitens, Belege, Beweise für andere davor zu legen. Häufig ist es so, dass wir nicht alles überprüfen können. Deswegen ist ein uralter Begriff so wichtig, der von Sabine auch vorhin am Anfang genannt wurde, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ist die Grundlage überhaupt zu vertrauen. Also dass zum Beispiel Menschen sagen, ja, dem glaube ich oder so, das sind verschiedene Gründe. In der Wissenschaft und in anderen Sachen ist es so, dass man sagt, wenn jemand handelt wahrhaftig, wenn er im Grunde genommen wieder selber daran glaubt, bereit ist, die Beweise zu sammeln, vorzulegen und drittens auch zu sagen, was fehlt und warum es auch falsch sein könnte, was er behauptet. Ja, das heißt also, die Schwächen auch objektiv darzulegen. Das ist Wahrhaftigkeit. So, und wenn man dann jetzt sagt, diese Konsenstheorien, diese Narrative, dann ist es im Grunde genommen so, dann sind diese Narrative schon komplett unwahrhaftig. Warum? Weil eins unterschlagen wird, weil es diese Konsensbildung selbst, die ist ja schon irrational in dem Sinne, weil die Realität nicht mehr da ist. Aber auch die Konsensherstellung ist ja nicht wirklich demokratisch, sondern ich meine, wer sitzt denn da dauernd in Talkshows? Ich meine, Herrschende haben die Möglichkeit sozusagen diesen Konsens und die Mehrheit zu bestimmen. Punkt, Feierabend. Das heißt, wenn ich Leute an die Stelle kriege, den Konsens und diese Narrativerzählung erstmal zu akzeptieren und dann ständig alles immer wieder zu wiederholen, da habe ich zwei Punkte erreicht. Ich kann denen einen sozusagen nicht demokratisch Konsens vorservieren. Zweitens, ich entwöhne sie daran, Dinge zu hinterfragen und Beweise einzufordern. Mich wundert immer wieder, wenn bestimmte Dinge einfach behauptet werden und nichts nachgefragt wird, auch von Kollegen nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel Herr de Maizière sowas in einer Talkshow sagt, dass einer fragt, sagen Sie mal, könnte ich mal morgen aus Ihrem Büro die Unterlagen dazu sehen? Also bei mir stellt sich das anders dar. Also einfach mal zu fragen, wie was ist oder wie jemand auf irgendwie eine absurde These kommt oder vielleicht ist sie ja dann gar nicht so absurd. Ja? Aber es ist wichtig, einfach nachzufragen, warum das so ist. Wenn jemand sagt, uns bedroht, unsere Werte sind bedroht. Ja, was meint denn jemand dann damit? Welche Werte? Meine Werte, seine Werte, die Werte der Kapitalbesitzer, Werte, die an Börsen gewettet werden, was für Werte? Sie meinen irgendwelche Werte, wahrscheinlich moralische, Sie meinen, kommen so ein bisschen ethisch um die Ecke. Aber ethisch um die Ecke, was sagt derjenige, der sozusagen der keine Wohnung hat, der von Hartz IV nicht mal mehr leben kann? Was sind seine Werte, wenn Frau Merkel das am Silvesterabend oder so wieder erzählt und Frau von der Leyen dann meint, dass sie Russen jetzt mit Fake News unsere Werte irgendwie bedrohen? Ich meine, das nimmt er im Zweifel gar nicht mehr wahr. Aber was sind denn unsere Werte? Das ist so eine schöne, gallertartige Masse, wo man sich hinter verstecken kann und klingt ja gut. Wie auf Beerdigungsreden.
oder wie auf Reden, die dann gehalten werden zu Feiertagen oder an Wochenenden. Wie wichtig zum Beispiel Journalismus, Aufklärung ist. Und genau das ist es nicht. Es ist antiaufklärerisch. Diese Haltung ist komplett antiaufklärerisch. Und es hat sich in Jahren etwas rausgebildet, dass eben diese Erzählungen, diese Narrative auch systematisch ausgearbeitet wurden. Von Psychologen, von Soziologen, was man damit machen kann. Das ganze Programm heißt Framing. Das bedeutet, dass man zum Beispiel eben, ich meine, wir wissen das alle, Menschen sind sinnsüchtig. Also die wollen immer gleich wissen, das kann jeder von uns sagen, warum ist denn das so? Man will in irgendeinem Zusammenhang, der in irgendeiner Form einem nicht einleuchtet, will man eigentlich wissen, warum das so ist. Da sind die ersten Fetischkulturen mit entstanden, da sind die ersten Religionen mit entstanden, da sind die ersten Erzählungen entstanden, als Leute sich gerade mal sozusagen so viel Jagderfolg hatten, dass über 2 Tage kamen. Und dann irgendwo saßen und sich Dinge erzählt haben und so viel Hirn im Grunde genommen in ihrem Kopf hatten, um sich zu überlegen, warum ist sowas so? Warum rollt etwas? Warum geht der Mond auf? Ich meine, da kann man sich Storys ausdenken. Irgendwann wurden diese Antworten, andere wurden wissenschaftlichere, aber es war auch der Mythos, der das im Grunde genommen erstmal entwickelt, mit viel Fantasie. Und insofern ist das völlig normal, dass Leute fragen, warum? Oder wie passierte es? Aber das sind Fragen, die sofort kommen, aber wahnsinnig schwer zu beantworten sind. Aber es ist normal, dass Leute danach, die wollen immer den Grund wissen. Und deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, wenn man Journalisten ausbildet, also bevor ihr, wenn sie eine Meldung kriegen und sollen dazu was machen, fangt nicht mit warum und wie an, das geht nach hinten los, sondern fragt erstmal, das Ereignis zu begreifen, wer, was, wann, wo, ja, also wer hat was gemacht, wann und wo, wenn ihr das mal drauf habt, und das ist manchmal schon schwierig genug rauszukriegen, und wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr manche so ein bisschen mal anfangen zu sagen, sag mal, wie ist denn das abgelaufen? Und dann kommt noch irgendwann die Riesenfrage, warum? Und es ist dann ganz wichtig, dass man natürlich Hypothesen aufstellen muss, Annahmen machen muss. Sonst kommt man da überhaupt nicht mit weiter, realistischerweise. Und das ist so ein Punkt, den jeder kennt. Also das kennt jeder im Alltag. Also wenn er zum Beispiel, hat jeder schon mal gesehen, Automat, Getränke, schmeißt er was rein, fällt durch. Was passiert? Nimm es nochmal, fällt wieder durch, reibt das. Und dann geht's. Und jetzt hat er eine Theorie. Durch das Reiben ist es passiert, dass es, hat das irgendwie aufgeladen, da kommt je nachdem, was er drauf hat, so an Theorie. Und deswegen ist es, Dankeschön, deswegen ist es gelungen. Das ist Bullshit, kann man nachweisen. Aber wir brauchen solche Handlungen, weil wir irgendwie einen Grund dafür haben wollen, warum es geht oder nicht geht. Das ist völlig unbefriedigend, wenn man sagt, guck mal, schmeiß 4-mal rein. Wenn es dann nicht geht, geht es auch beim 5. Mal wahrscheinlich nicht. Aber beim 3. Mal oder 4. Mal geht es dann meistens. Das ist irgendwie unbefriedigend, dass einfach so geht. Oder beispielsweise, jeder kennt das auch, natürlich. Dass jeder auch zum Beispiel dann immer Argumente sucht, die das, was er sowieso schon glaubt, bestätigt. Und wir tun uns schwerer damit, Dinge zu akzeptieren, die eben nicht unserem Weltbild entsprechen. Das heißt, Hypothesen sind ganz wichtig, sind sogar überlebenswichtig. Aber man muss auch bereit sein, sozusagen diese Hypothesen an der Realität zu überprüfen. Und dann ab und zu auch mal sagen, Pech für unsere Hypothese. Ja? Also ich habe das mal im Unterricht mit Journalisten gemacht, wir haben das auch mal im Fernsehen gemacht, mit Ranga Yogeshwar bei einer Quarks und Co-Sendung. Wir haben Leute versucht zu beeinflussen. Man kann, das könnte ich hier auch jetzt machen, müsste man einen längeren Tag beschäftigen. Erzähle ich eine Geschichte, bringe sie in eine Stimmung, zeige ihnen einen Film und sie hören was. Die meisten hören dann was. Und hinterher kann ich ihnen nachweisen, es gab da nichts, was zu hören war. Aber sie waren auf so eingestimmt, dass sie an einer bestimmten Stelle was hören mussten. Das funktioniert, weil Menschen Annahmen machen. Und diese Annahmen letztendlich zu einer Wahrnehmung oder der Auswertung von Minimalwahrnehmungen zu einer Riesenstory führen. Das ist übrigens der Punkt, warum wir überlebt haben in vielerlei Fälle. Das können wir alle testen nachts im Wald. Dunkelheit. Da hinten sind 2 Augen.
Unser Kopf macht dann eine ganze Figur hinten dran. Ein Mann, eine Frau, irgendwas oder ein Tier. Aber ich meine, letztendlich hat in der Evolution diejenigen, die zum Beispiel irgendwo durchgegangen sind und haben aus diesen beiden Augen dann irgendein wildes Tier gemacht und sind geflohen, haben eher überlebt. Sie sind vielleicht 7-mal war es falsch, aber 2-mal war es richtig. Das heißt, wir ergänzen Dinge, die wir sehen, die wir hören, die wir mitkriegen, durch Hypothesen im Kopf. Und deswegen ist Hypothesenbildung was ganz Intelligentes und Wichtiges. Und das sollte man auch, wenn dann immer, Hypothesen muss man machen, das hat auch nichts mit Verschwörung zu tun. Man muss Annahmen machen, um dann zu gucken, um dann sich sozusagen fortzuirren. Nicht also an der Realität das zu überprüfen und dann zu sagen, okay, war so nicht oder es ist uns recht gegeben worden. Auch diese, wenn wir das wie zum Beispiel mit den Fake News untersuchen und sagen, das kann doch eigentlich nicht sein, dass man in solcher kurzen Zeit sowas infrastrukturmäßig beim Militär aufbaut, da kann man sagen, das ist jetzt erstmal eine Hypothese aus Erfahrung heraus. Und dann kann man das überprüfen und guckt dann an der richtigen Stelle und sagt, ja, war wohl so, bingo. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man diese Art des Überprüfens, des Hinterfragens, auch des Selbstkritischseins im Grunde genommen sowohl in journalistischen Ausbildungen als auch im normalen Handling verloren gegangen ist, aber auch so in sozusagen allgemein keine Haltung mehr ist. Und die großen Erzählungen, die Konsensbildung, immer wieder das Gleiche erzählen, wer was war. Ein Beispiel dazu, wie man auch, dass es immer wichtig ist, das Umfeld zu kennen. Selbst wenn man sagen, wir kümmern nur uns um Fakten und Fakten sind nun mal, was das wahr ist. Okay. Aber mit Fakten kann man lügen. Ein ganz simples Beispiel. Gleich werden wir einen Ausschnitt sehen über Neoliberalismus. Was ist das eigentlich im Hintergrund? Und da gibt es eine Szene, wo Max Uthoff sagt, ja, da ist doch auch dieser Charles Koch dabei, einer der reichsten Männer der Welt, der hat doch den Trump bezahlt, also bei der Wahl. So, dann kriegten wir von Kollegen und anderen die Vorwürfe, sag mal, ihr könnt doch wohl nicht recherchieren, oder? Der Koch, der hasst den Trump. Der würde dem niemals Geld bezahlen. Und ich sagte, Leute, guckt doch mal genau hin, was da passiert ist. Herr Trump ist so jemand, wo man vermutet, ob er es noch hat, wollen wir 3 Milliarden. Die Koch-Brüder in den USA gibt es nicht nur schon länger, sondern die haben gemeinsam so um die 80, 90 Milliarden Privatvermögen. Da ist dieser Emporkömmling mit seinen 3 Milliarden nicht so gern gesehen, die mögen ihn nicht. Und deswegen würden die ihm auch tatsächlich keine irgendwelche Milliarden in die Hand drücken. Aber was die gemacht haben ist, sie haben sich im August 2015 in Kalifornien, haben die Koch-Brüder eine Party gemacht, haben 450 Leute eingeladen, reiche Familien, Sponsoren, haben festgemacht und haben dann gesagt, pass mal auf, im Durchschnitt lädt jetzt mal jeder 2 Millionen auf den Tisch. Und in 3 Tagen haben die 889 Millionen Dollar gehabt, um das Weiße Haus zu bestimmen. Noch Fragen? Und dann sind sie hergegangen, haben die Republikaner unterstützt mit noch mehr Geld. Ungefähr, es muss zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden gewesen sein. Die haben dann, als Trump vorne war, haben sie ihm gesagt, okay, wir die Swing States bezahlen wir. Wir kümmern uns darum, dass die Swing States sozusagen republikanisch wählen. Das sind die Staaten, wo nicht so ganz klar ist, ob sie demokratisch oder republikanisch wählen, sie haben das beeinflusst. Das heißt, die haben da richtig Geld, haben diese Leute und ihre Freunde eingesetzt, damit Trump Präsident wurde. Und Putin war nicht auf der Party. Und dann gehen die her, und das ist nämlich das, was heute überhaupt nicht diskutiert wird. Ich meine, es gibt Jane Meyer, die hat ein Buch geschrieben darüber. Es gibt einige Journalisten, manchmal kann man auch sowas nochmal auf irgendeiner Seite bei der New York Times lesen, aber das ist Trumps Koch-Administration. Das heißt, natürlich haben die nicht nur da den Trump hingesetzt, sondern wichtig war ihnen die Infrastruktur. Der Vizepräsident ist ein Kochmann, der CIA-Mann ist ein Kochmann gewesen, jetzt ist er Außenminister. Der Finanzminister ist ein Kochmann.
Ich meine, das sind alles mögliche Kochleute von diesen Leuten und von diesen Kochbrüdern und ihren Leuten da eingesetzt worden. Deswegen ist es manchmal so schwierig zu begreifen, was der Trump da eigentlich da macht, wenn er da rumpubertiert. Manchmal macht er ja auch was Vernünftiges. Ja, man müsste mal mit den Russen reden. Schön. 3 Tage später erzählt er schon was anderes. Die Frage ist, und die wird hier nicht gestellt, wer bläst ihm das eigentlich alles ein? Das heißt, auf die Frage, dass von der Präsident ist der mächtigste Mann der Welt, ist ein Schwachsinn. Ich meine, was soll das sein? Ich meine, da gibt es Leute, die ziehen Fäden. Und diese Leute sind bezahlt worden, die kommen aus einer Ecke von Leuten, die diese Wahl bezahlt haben. Und wenn man sich überlegt, dass man nicht Präsident in den USA nicht wird, ohne dass man Milliardär ist oder von Milliardären bezahlt wird, ich meine, das sagt alles. Das ist einfach, das ist eine Show und es ist eine Interessensvertretung. Punkt. Aus Ende. Diese Fragen werden nicht gestellt und die sind nicht geheim. Da kann man sogar in Zeitungen drauf kommen, weil die Kochbrüder haben ausgewählte Zeitungen eingeladen, zum Beispiel Politico. Die durften dann ausgewählt berichten. Aber man kriegt das doch raus. Und das erwarte ich eben auch von Kollegen. Und das erwarte ich auch, diese Hintergründe, nämlich vor diesem Hintergrund ist die Tatsache, im Grunde genommen, dass die das Fakten erzählen, ja, die Kochbrüder würden dem nie Geld in die Hand geben. Ja, das ist schon wahr. Aber sie haben ihn trotzdem bezahlt. Das ist ungefähr so wie jemand, der in der Oberstufe nicht mehr so richtig zur Schule gehen will und sagt, ja, dann gib mir ein Auto, dann bin ich wenigstens mal pünktlich. Und die wissen ganz genau, wenn sie ihm die Eltern jetzt ein Auto spendieren für 2000 Euro oder so, da gibt er erstmal den größten Teil für was anderes aus. Das heißt, die, im Grunde, was sie da gemacht haben, ist, die haben ihm das Auto gekauft oder geleast und einen Fahrer gekauft, Ende, der ihn dahin bringt. Also das ist mindestens auch bezahlen. Das heißt, sie bezahlen sein Umfeld, dass etwas passiert. Das ist gemeint und da machen sie sich noch lächerlich damit, dass sie sagen, ja, ihr könnt ja nicht mal mehr recherchieren. Das heißt, man kann mit diesen Fakten, dass er nicht persönlich Geld auf sein persönliches Konto gekriegt hat, aber das Geld sozusagen für den Wahlkampf benutzt wurde, zur Unterstützung dieser Wahl und das finanziert wurde, das wird einfach ausgeblendet, wenn er diese Fakten ausblendet. Ja, dann kann man das Ganze überhaupt nicht einsortieren, was da tatsächlich passiert. Dann kann man auch die Rolle von Trump nicht sehen. Und insofern kann man auch mit einer Auswahl von Fakten lügen, indem man sozusagen den Gesamtkontext mit anderen Fakten, die nämlich dann fehlen, nicht präsentiert bekommt. So, jetzt muss man mal gucken, wie jetzt... Und im Hintergrund ist eins wichtig, dass im Hintergrund eine Ideologie seit den 70er Jahren, die vorher im Nachkrieg systematisch aufgebaut ist, sich politisch und ökonomisch durchgesetzt hat. Neoliberalismus heißt das Ganze. Und das ist völlig unterbelichtet. Das ist irgendwie ein Wort, was mal benutzt wird. Auch den gibt es doch schon gar nicht mehr. Und wir haben uns in dieser Anstalt im November dann mal überlegt, zum Neoliberalismus eine ganze Sendung zu machen. Wieder mit vielen Ausnahmen für reiche Firmenerben. Ja, Champagner. Also wir hatten vorher, das ist jetzt... an einer Tafel machen wir klar, wie große Unternehmen über die Stiftung Familienstiftung in Berlin sozusagen Steuern bezahlt und Steuern spart und eben eine Erbschaftssteuer vermeiden. Das haben wir nochmal vorgeführt, wie es geht. Dass ich in die Stiftung stecke, ich meine, da werde ich doch arm. Sie meinen nicht ins Hemd, die Stiftung ist gemeinnützig. Was ist die? Sie können Ihre Mitgliedsbeiträge von der Steuer absetzen. Nee, oder? Doch. Man fördert eine Stiftung, ja, deren einziger Zweck es ist, dass der Staat weniger Steuern bekommt mit Steuergeldern. Ja. Bei Attac war es so, die wollten ja die Transaktionssteuer, nicht? Die Finanztransaktionssteuer, das wäre also mehr Geld für den Staat gewesen, da hat man die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das brillant, Herr von Wagner. Jetzt wende ich diese Taktik einfach sehr auf soziale Gerechtigkeit an. Gut. Ich mache eine Stiftung. Die erstellt Studien, die die Forschung, die Medien, die Politiker beeinflussen. Ja. Und bald haben wir da eine vernünftige Erbschaft. Wunderbar, lassen Sie uns loslegen. Loslegen. Okay. Haben Sie 24 Milliarden? Nein. Dann geht's nicht. Entschuldigung. Verzeihung. Hm? War das alles? Entschuldigung, was? Ja. Herr warum? Professor, was meinen Sie? Das war unterkomplex, das war abgestanden und das war auch provinziell. Ich hab gleich gesagt, nimm zum Pantomimen, der hätte mehr zu sorgen. Also, Entschuldigung, können wir irgendwas für Sie tun? Nee, ich glaube nicht. Ich denke, wir kommen da nicht zusammen. Was suchen Sie denn? Ja. Auch für unser 70-jähriges Bestehen suchen wir eine humoristische Einlage. Ja. Sozialkritisches Kabarett von Weltformat, bitterböse Abrechnung mit internationalem Lobbyismus, was in der Art. Aber Sie haben sich ja spezialisiert auf deutsche Familiencomedy.
Entschuldigung, wir haben hier ein ganzes Lobby-Netzwerk veröffentlicht. Ja, sehr gut. Ja, ja. Netzwerk. Meine Herren, das ist doch kein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk. Was zum Henkel ist das denn? Das ist die Mont Pelerin-Gesellschaft und ihre Töchter. Ah, auch so eine Art Familienunternehmen, hm? Die Mont Pelerin. Die Mont Pelerin Society ist die einflussreichste Denkfabrik dieser Republik. Unsere Gedanken beherrschen die Welt. Du hörst, Pellegrino beherrscht die Welt. Nein, ich glaube, sie hat gesagt Mancherie. Pelerin. Mont Pelerin Gesellschaft. Gegründet 1947 auf dem Hügel Mont Pelerin in der Schweiz in einem Hotel von liberalen Widerstandskämpfern. Den zum Beispiel Ökonomen Friedrich August von Hayek und Milton Friedman. Widerstand im Kurhotel. Mini Boulevard-Komödie mit Jochen Busse. Ich glaube, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wen Sie vor sich haben. Nein, nicht wirklich. Nein, woher auch? Wir veröffentlichen auch unsere Mitglieder eigentlich nicht, aber Sie können sicher sein, das ist ein sehr auserlesener Kreis von Mitgliedern und Gästen. Was ist das denn? Das ist die Festschrift, 70 Jahre Mont Pelerin Gesellschaft. Ach, gucken Sie mal, Alan Greenspan war da dabei. Hm? Der war doch US-Notenbankchef. Hier, Lars P. Feld, Wirtschaftsweiser, Berater von Angela Merkel, Mitglied. Hier. Ach, und hier, Charles Koch ist auch Mitglied, ja. Der hat Trump finanziert, das ist der siebtreichste Mensch der Welt. Oh Mensch, was würde denn ein Auftritt bei Ihrer Gesellschaft? Herr von Wagner. Okay, man wird doch nochmal fragen dürfen. Was ist denn das Ziel Ihrer vornehmen Gesellschaft? Hayek würde sagen, die Durchsetzung des Liberalismus als, sagen wir, absolutes Prinzip, soziale Organisation. Ich würde sagen, hä? Markt gut, Staat schlecht. Was? Herr Professor, Sie können es viel schöner erklären wie ich. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Ja, in kommst du um drei in der Früh aufwecken, egal welches Problem, ihr habt die Lösung. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Deswegen finanziere ich als Unternehmer die ganzen Lobbybums, weil das taugt mir mit dem Neoliberalismus. Moment, Sie wollen uns allen Ernstes hier erzählen, Sie haben ein Jubiläum, weil Sie vor 70 Jahren den Neoliberalismus erfunden haben. Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Herr Professor, nicht mehr erfunden. Wir haben ihn durchgesetzt. Gegen alle Widerstände. Ich meine, 1947, da dachten alle, der Kapitalismus sei schuld an Faschismus und Krieg. Ja, nur weil wir ein bisschen dran verdient haben. Ja, und plötzlich wollten alle nur noch Wohlfahrtsstaat, starke Gewerkschaften, Sozialismus. Ja, Pfui-Teufel. Das Einzige, was uns am Leben erhielt, war unsere liberale Überzeugung. Und das Geld der Rockefeller Foundation, der Credit Suisse und der Bank of England. Ha, so gescheit, unser Professor. Ja. Und unser Plan, innerhalb von 30 Jahren den Zeitgeist so zu drehen, dass die Menschen nicht mehr an den Sozialstaat glauben, sondern an unser Mantra. Jetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Sie wollen uns allen Ernstes erzählen, dass in einem Schweizer Bergdorf ein paar wunderliche Käuze beim Fondue sitzend die Fäden gezogen haben, die uns heute diesen neoliberalen Käse eingebrockt haben. Entschuldigung, wenn ich sage, das ist mir zu einfach. Einfach? Das war verdammt harte Arbeit, Ihnen den Sozialstaat zu entreißen. Ich meine, wir konnten ja nicht einfach hingehen und sagen, die Reichen sollen reicher werden. Was haben Sie den Leuten denn dann gesagt? Wir haben gesagt, die Reichen sollen reicher werden, weil das für alle gut ist. Spider. Ist bei der Bevölkerung wohl prima angekommen? Nee, merkwürdigerweise nicht. Mhm. Nee. Wir haben dann erstmal versucht, die Eliten der Gesellschaft von unserem Mantra zu überzeugen. Privatisierung, Steuersenkung. Wir haben dieses riesige Netzwerk aufgebaut. Ich meine, wir haben nur eine Botschaft, aber die haben wir wirklich oft. Wir haben dieses Netzwerk planetar aufgebaut. 500 Denkfabriken in der ganzen Welt, die alle unser Mantra verkündet haben. Milliardäre haben Lehrstühle gesponsert. Wir haben ganze Fakultäten übernommen. Milton Friedman hat persönlich unterrichtet in Chicago. Sein Credo, nur ein entfesselter Markt führt zu absoluter Freiheit. Ja gut,
das ist diese graue Theorie. Aber haben Sie das jemals ausprobiert mit dieser Freiheit? Na klar, sogar in einer Diktatur. In Chile. Ab 1973. Da hat Friedman selber mit seinen Chicago Boys unser Mantra umgesetzt. Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Was heißt das eigentlich auf Chilenisch? Pinochet. Hören Sie mal zu, Pinochet hat tausende Regimegegner foltern lassen. Weswegen die chilenische Bevölkerung ja auch so einfach zu überzeugen war von unseren Argumenten. Ach ja, nach dem Ende der Diktatur lebten fast die Hälfte der Chilenen unterhalb der Armutsgrenze. Das war doch eine Katastrophe. Das war ein totaler Erfolg. Die Einkommen der reichsten Chilenen ist um 83% gestiegen. Das heißt mal, Milton Friedman und ihre Leute haben also ein Land benutzt, in dem ein grausamer Diktator herrschte für ihre Experimente, als Labor. Was haben sie dafür als Strafe bekommen? Den Nobelpreis für Wirtschaft. Ah! Was? Für sowas? Ja. So einen renommierten Preis? Ja, so renommiert. Naja, Alfred Nobel hat Ökonomen für Flachpfeifen gehalten. Ach, das ist gar kein richtiger Nobelpreis. Ja, so ein Gedächtnis-Nobelpreis, ja. Also wenn Nobel wüsste, was in seinem Namen ausgezeichnet wird, er würde sich eine Stange Dynamit in die Sitzrinne klemmen. Warte mal, aber... Wer hat denn dann diesen Fake-Nobelpreis gestiftet? Die schwedische Reichsbank. Die waren nämlich genau wie wir der Meinung, dass Neoliberalismus ausgezeichnet ist, aber nicht genug ausgezeichnet wird. Ja, und dass ein Mitglied der Montpellerin-Gesellschaft zufällig auch im Preiskomitee saß, das hat wahrscheinlich auch genutzt. Moment, Sie haben einen eigenen Nobelpreis geschaffen? Nein. Acht! Was? Wir haben uns 8 Nobelpreise verliehen! Verleihen lassen. Bekommen. Und das hat ihren Instituten die Seriosität verschafft, die sie brauchten, um die Ideologie weiter zu verbreiten über ihre ganzen Institute. Das Cato-Institut in Amerika, das International Center for Economic Policy Studies, die Heritage Foundation. Von der habe ich schon mal gehört. Heritage Foundation. Woher habe ich das? Das stand, glaube ich, im Festschrift. Schauen Sie hier. Da steht, sie bereitet den wirtschaftspolitischen Kurswechsel in den USA in den 80er Jahren vor. Ah, die Reaganomics. Ach, Privatisierung, Steuersenkung und Sozialstaatsabbau. Ah, Sie wollen es also erzählen, Sie haben Ronald Reagan die Texte geschrieben, ja? Ja, glauben Sie, dass dieser Cowboy-Darsteller da selber drauf gekommen ist? Es gab Zeiten, da saßen 20 Schüler von Milton Friedman in seinem Beraterstab. Und neben Amerika haben sie sich außerdem auch noch England geholt. Ja, hier. Mit dem Institut für Economic Affairs und dem Adam Smith Institut und dem Center for Policy Studies. Ja, jetzt raten Sie mal, wer das gegründet hat. Oh, jetzt sagen Sie nicht. Margaret Thatcher. Sie hat's gesagt. Die britische Premierministerin auch? Und hier, 82, der Durchbruch in Deutschland mit dem... Lambsdorff-Papier. Und da drin standen natürlich Steuersenkungen, Privatisierungen und Sozialstaatsabbau. Woher wissen Sie das? Sie haben das Lambsdorff-Papier geschrieben, oder? Ja, und zwar schlecht. Genauer gesagt, Otto Schlecht. Ja, der war 38 Jahre lang graue Eminenz im Wirtschaftsministerium. Übrigens auch ein... Mitglied der Montpellerin-Netzwerks. Ja, ganz genau. Lambsdorff hat also gar nicht selbst geschrieben? Nein, Lambsdorff hat nur Korrektur gelesen. Ach, und dann hat die FDP natürlich allein in Deutschland den Neoliberalismus ganz im Alleingang durchgesetzt. Mit dem FDP-Kanzler, aber warten Sie, die FDP hatte gar keinen Kanzler. Doch, Gerhard Schröder. Was? Er hat 2004 fortgesetzt, was wir mit Lambsdorff begonnen hatten. Natürlich. Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Sie sind so knapp vor dem Nobelpreis. Sagen Sie mal, wie haben Sie denn die Sozialdemokraten auf diese neoliberale Spur gesetzt? Das war sehr harte Arbeit unseres tapferen Netzwerks. Ja, und natürlich mit haufenweisen Instituten. Hier zum Beispiel der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft in Deutschland, Stiftung Marktwirtschaft oder Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja. Das ist ja faszinierend, wie man mit nur 3 Begriffen ganze 500 Institute bilden kann. Am Ende waren die Sozis so verzweifelt, dass sie selber neoliberale Politik gemacht haben mit der Agenda 2010. Ja, und da fragen wir uns alle, was war nochmal die Agenda 2010? Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Okay, wird das eher so. Ja, und am Ende hat Gerhard Schröder für das Schleifen des Sozialstaates noch ein ganz dickes Lob bekommen. Ja.
von Milton Friedman. Aber sagen wir mal, die Sozialdemokraten, wie haben die denn das verkauft? Ich meine, den Sozialstaatsabbau ihren eigenen Wählern. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Herbert Giersch hat gesagt, wenn man verhindern will, dass der Staat Geld für Soziales ausgibt, muss man darauf achten, dass er zu wenig Geld dafür einnimmt. Durch Privatisierung und Steuersenkungen. Ja, Giersch nannte das Diktat der leeren Kassen. Wer zum Henker war eigentlich Herbert Giersch? Och, laut FAZ bloß der einflussreichste Ökonom der Bundesrepublik. Der war übrigens auch... Mitglied der Montblanc-Gesellschaft. Nein, der war deren Präsident. Sagen Sie mal, wer ist denn der letzte Brillenzombie da? Ja. James Buchanan, der Erfinder der Schuldenbremse. Der ist auch... Mitglied der Montblanc-Gesellschaft. Ja, und damit ist er nicht nur fest verankert in ihrem Grundgesetz, sondern er hat dafür auch noch den... Nobelpreis bekommen. Ja, dann haben wir es doch verstanden. Ja. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir jetzt einmal an auf die erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. Entschuldigung, die sind noch gar nicht beendet. Naja, aber bis jetzt ist schon mal klar, was auf keinen Fall zurückgedreht wird. Privatisierungen, Steuersenken, Sozialstaatsabbau. Hey, vielleicht kann ich Ihr Mantra mal in die Wirklichkeit übersetzen. Privatisierung bedeutet Geschäfte mit bettlägerigen Patienten. Steuersenkung bedeutet kein Geld für Schulen. Und Sozialstaatsabbau bedeutet mehr arme Kinder und Rentner. Und Sie wollen sagen, das alles war kein Zufall, sondern Absicht? Ja. Sagen Sie, warum haben Sie uns das alles hier eigentlich so offen erzählt? Weil Ihnen das sowieso keiner glauben wird. Also, das haben wir, die ganze Sendung geht darüber, aber letztendlich ging es uns darum, dass es hier eine ernsthafte Struktur gibt. Eine Struktur, die über 500 Institute weltweit hat, die massiv Politik beeinflusst haben, also über Großbritannien, über USA, Großbritannien, Deutschland, Europa. Also dieser Neoliberalismus ist keine Wirtschaftstheorie, sondern eine Theorie, eine Ideologie, die die gesamte Gesellschaft in Totalität betrifft. Wen das interessiert, das war eine Sendung, wir haben insgesamt über 100 Seiten Quellen und Unterlagen. Zum Beispiel das ganze Netzwerk kann man sich auf der Seite runterladen mit den 500 Firmen, damit man mal weiß, wie die und Thinktanks beziehungsweise und Einrichtungen, gemeinnützige Stiftungen, wie immer sie sind. Manchmal kennt man sie gar nicht, aber ab und zu kommen irgendwo neue Ideen her und dann sind die aus dieser Ecke. Das heißt, die Privatisierung, ich habe das jetzt mal versucht, das mal zusammenzufassen. Ich meine, diese Privatisierung bedeutet ja auch, dass im Grunde genommen dem Staat viele Dinge, die im Bereich der Fürsorge und der Vorsorge da sind, privatisiert werden. Dass ganz viele öffentliche Einrichtungen von letztendlich der Versuch, die Straßen bis auch Infrastruktur der Telekommunikation, dann Zugfahren, alles das ist privatisiert. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass private Einrichtungen, dass Entscheidungen aus dem wirtschaftlichen Bereich in den politischen reingehen. Das heißt also, wahnsinnig viel wird im wirtschaftlichen Bereich jetzt noch mehr entschieden als früher und zugleich wird der politische Bereich dadurch mehr und mehr entmachtet. Dass diese Steuersenkung ist schon klar geworden, wenn man das senkt, hat man natürlich nicht nur denen, die viel an Steuern verdienen können, Dinge geschenkt, sondern auch gleichzeitig wenig Einnahmen. Die Handlungsfreiheit des Staates wird kleiner. Wir haben immer wieder auch den Sozialstaatsabbau und eben auch Flexibilisierung, dass man von Menschen erwartet, dass sie einfach irgendwo hinziehen. Zum Beispiel meine Tochter, die jetzt dann einen Bachelor da macht und dann natürlich irgendwo anders weiter studieren muss, ihr Freund woanders hingehen muss und man erwartet, dass das irgendwie erstmal alles gemacht wird, dass man ständig umzieht, ohne dass man irgendwo ein bisschen Wurzeln schlägt. Das ist und ständig flexibel sein von Arbeitszeiten, von Einsatzzeiten und so weiter. Im Grunde genommen kann man beim Neoliberalismus, mit dem muss man sich dann noch weiter ausführlich zwar beschäftigen, aber mir geht es darum, ein paar Dinge klar zu machen. Also er ist grundsätzlich, das kann man in den Werken von Hayek und auch von anderen schon lesen, er ist grundsätzlich antisozial. Das heißt, Hayek, da gibt es hier nochmal kurz Zitate, sie sehen alles Soziale als etwas an, was die Zivilisation bedroht. Sie versuchen die Gesellschaft zu individualisieren. Das bedeutet, mit dem Ziel, die Menschen
in ein von Egoismen geprägtes wirtschaftliches Konkurrenzverhalten zu kriegen. Dadurch wird ein solidarisches und nicht ökonomisches gesellschaftliches Handeln erschwert. Das heißt, die Ich-AG ist nicht so eine Erfindung, sondern die ist gewollt. Jeder wird zum eigenen Geschäft. Und dabei bedeutet das, dass zum Beispiel die solidarische Gesellschaft und die Gesellschaftsordnung degradiert werden soll, mit einem dem Gemeinwohl, also die dem Gemeinwohl und der umfassenden Daseinsfürsorge verpflichtet ist, als Staat dem Gemeinwohl verpflichtet der Daseinsvorsorge, dass so eine Gesellschaft ein Unding ist und zur ökonomisch unrealistischen Fiktion. Margaret Thatcher hat das ganz klar gesagt, 1987, sowas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Und meinte das, nachdem sie vorher gesagt hat, da kommt dann ein Obdachloser und will, dass der Staat ihm Unterkunft gibt. Oder da wollen Leute Unterstützung, weil sie soziale Probleme haben oder ökonomische Probleme. Da sind wir viel zu weit, denn sowas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Das heißt also, von Anfang an, natürlich gibt es eine Gesellschaft, immer, aber man will diese Gesellschaft als Grundlage sozialen Verhaltens komplett abschaffen. Das nächste ist die Reduzierung menschlicher Beziehung auf ein reines Dienstleistungs- und Warenverhältnis. Das heißt, die Ökonomisierung des Lebens. Und dann ist das heißt also, alle Verhältnisse, Menschen sind Träger von Werten, von Vermögenswerten oder von Leistungen, die sie austauschen mit anderen Menschen als Dienstleistung oder Warenverhältnis. So, diese Ideologie ist also sozusagen antisozial gegen die Gesellschaft und sie ist elitär und bewertet Menschen primär nach ihren ökonomischen Nützlichkeiten. Nützlichkeiten und Leistungsfähigkeit im Marktgeschehen. Die nützlichsten und leistungsfähigsten bilden dann die Elite. Also das ist sozialdarwinistisches Denken und sogenannte Außergewöhnlichkeit oder Exzeptionalismus. Das meiste Geld haben, sind die Leistungsträger und die sind gerechtfertigterweise, weil sie so leistungsfähig sind, an der Spitze. Das heißt, es wird die Leistungsfähigkeit der Menschen an der Größe ihres Eigentums, ihres Kapitals und Geldvermögens gemessen. Diese messbare Leistungsfähigkeit begründet dann ihre gesellschaftliche Machtstellung. Und diese gesellschaftliche Macht führt national und global zu einer pyramidenhaften Herrschaftsform der Reichen, der Vermögenden, zu einer antidemokratischen Plutokratie. Das heißt, da werden Ausgrenzungen von vielen Menschen, die an der Basis dieser Herrschaftspyramide sind, zu leben gezwungen sind, normal gegeben. Das heißt, wer kein Geld hat, ist draußen. Sie sagen auch explizit zum Beispiel, dass Völker, die nicht in der Lage sind, sich zu ernähren, besser aussterben. Das heißt, wem das dann etwas ähnlich vorkommt mit Dingen, die schon mal erzählt wurden, dann ist das durchaus der Fall. Und der Neoliberalismus sichert die Herrschaft der Eliten durch massive ideologische Indoktrination. Softpower heißt das, zum Beispiel durch antiaufklärerische ökonomische Legitimationsideologien, also wie der Markt richtet das, also man muss sich nur dem Markt entgegenstellen. Also das sind intelligente Leute, die haben da nicht nur diese drei Sprüche gelassen, aber irgendwie alle Narrative erzählt, damit sie den Leuten erzählen können, wenn Leute reich sind, fallen genug Brosamen runter, dass jeder noch was davon hat. Ja, das ist in allen Varianten erzählt worden. Oder durch uninterfragt postmoderne Erzählungen, das ist ganz wichtig. Diese Narrative sind sozusagen gezielt von ihnen eingesetzt worden, damit das Hinterfragen aufhört und die Narrative im Konsens zum Beispiel akzeptiert werden. Diese postmoderne Narrative und politisches Framing sind Teil der Ideologie dieses Neoliberalismus. Mittels zunehmend neoliberal angepassten oder unkritisch berichtenden Mainstream und sozialen Medien. Das ist das Mittel dazu. Angewendet werden dazu oftmals lange erforschte psychologische und soziale Indoktrinationstechniken. Wunderbare Vorträge hat dazu Professor Rainer Mausfeld, der ist in Kiel Psychologe. Aber es werden auch heute wieder die von Edward Bernays, vor der Neffe von Freud, Propaganda, was er 1911 geschrieben hat, wie man Propaganda macht, ist heute, wird sozusagen, ist ein Basisbuch, immer noch erhältlich. Oder von Gustave Le Bon, die Psychologie der Massen. Wie kann man die Menschen so beeinflussen, dass sie das kaufen oder das tun, was man will? Das ist da exzessiv dargestellt worden. Das sind heute wieder Grundlagewerke. Vieles davon hat der Neoliberalismus als Basis sich genommen. Und nicht vergessen, der wachsende Ausbau und Einsatz von Gewaltstrukturen, Hard Power.
verbreitet Angst zum Beispiel vor ökonomischem Scheitern und sozialem Absturz, erzwingt soziale Anpassung an den Willen der Elite durch Überwachung und sozialer Kontrolle des privaten und öffentlichen Raumes. Und viele von uns machen das freiwillig, indem sie alle Daten über ihre Handys und über ihre PCs und so. Ich habe mal, ich habe dir mal vor Jahren gesagt, ich meine, das sind Waffen auf unserem Tisch. Kannst du vielleicht noch mal daran erinnern? Ich meine, die meisten verstehen diese Rechner nicht. Man versteht sie nicht, man durchschaut sie nicht, man gibt alles preis. Es ist zu kompliziert, man will aber das alles auch gar nicht wissen. Aber wir geben Daten ohne Ende ab. Innere Repression, zum Beispiel durch Verschärfung von Strafgesetzen und Gesetzen der inneren Sicherheit, ein demonstrativer Ausbau der staatlichen Sicherheitsstruktur, stärker werdende legalisierte, aber auch außer dem Gesetz stehende Kooperation, zum Beispiel zwischen Polizei, Militär, Geheimdiensten und privaten Sicherheitsfirmen und Militarisierung der Außenpolitik und offener Bruch von Völkerrecht. Ob wir in Afghanistan, ob wir in Syrien oder das sehen, es ist einfach im Grunde genommen ein Teil, das ist das Programm des Neoliberalismus, es ist ein Teil dessen, was man nur vor dem Hintergrund dieser neoliberalen Strukturen richtig einschätzen kann. Das heißt, die neoliberale Herrschaftssicherung der globalen Kapitalinteressen beruht einerseits immer mehr auf antiaufklärerischen Propagandatechniken, Softpower, sowie andererseits auf Drohnen, sanktionierenden und exekutiven Gewaltmaßnahmen, also Sanktionen zum Beispiel Iran, was heute diskutiert wird. Da sagt die EU, ja, jetzt müsst ihr sozusagen den USA da vielleicht da nicht folgen, weil dann unsere Wirtschaftsinteressen da zum Beispiel in Mitleidenschaft gezogen werden und dann geben wir euch eventuell Ausgleichszahlungen oder sowas. Also Sanktionen sind da ein ganz entscheidendes Mittel. Und wenn man sich das anschaut, diese Weltanschauung, die da ist, also von antisozial bis individualisierend, gesellschaftsfeindlich, antidemokratisch, irrationale Propagandatechniken, aber die dann funktionieren, aber irrational in ihren Inhalten sind, dann muss man einfach begreifen, dass das nicht nur eine Wirtschaftstheorie ist, sondern eine totale oder totalitäre Ideologie des Marktes zur Durchsetzung einer globalen Herrschaft. Das heißt, der Neoliberalismus als Ideologie in all seinen Spielarten ist eine irrationale, asoziale, antidemokratische und rechtsextreme Ideologie. Und dieses Vorgehen bedeutet die langsame, das muss man einfach sagen, wenn einem das schon bekannt, Faschisierung dieser Gesellschaft und anderer Gesellschaften. Weil das ist der Punkt, ein nächster Faschismus wird nicht in einer Nation da sein, sondern es ist angestrebt, das weltweit zu faschisieren, also eine Angleichung, es ist eine globale Herrschaft. Und ich meine, diese Dinge muss man einfach sehen und deswegen sind zum Beispiel, ist es ganz wichtig zu erachten, wenn wir zum Beispiel, wir haben im Bundestag fast alle Parteien sind neoliberale Parteien. Und ich meine, da ist die, ist ja so albern, die AfD ist eine neoliberale Partei, die mit nationalen Interessen, völkischem Volksbegriff sozusagen rückwärtsgewandt dann den Protest übernimmt. Und das Schlimme ist, dass sozusagen unter der Schirmherrschaft der anderen neoliberalen Parteien dann Leute nur gegen die AfD sind und gar nicht bemerken, dass sie mit Neoliberalen anderer Couleur gegen neoliberale, nationalistischer und alter rechtsextremistischer bis faschistischer Gesinnung kämpfen. Ich meine, das geht so nicht. Man muss dagegen einfach Aufklärung betreiben, dass dieser Neoliberalismus beseitigt werden muss. Und das kann man mit einzelnen Leuten sicherlich aus diesen Parteien machen. Aber zum Beispiel, auch, das ist ja das Traurige, auch in der Linkspartei gibt es neoliberale Bestrebungen. Wenn ich mir überlege, dass eine Linkspartei in einer Regierung in Berlin am Südkreuz, in Berlin an diesem Bahnhof, biometrische Datenvermessung für die Polizei machen lässt und Auswertungen darüber machen lässt, über eigenartiges Verhalten von Menschen als Testversuch, dann ist das eine totalitäre Überwachungsstruktur, mit unterstützt von Herrn Lederer und anderen, die dort an der Regierung sind. Und das muss man klar sagen. Und deswegen ist diese Art von Neoliberalismus ist gefährlich. Und deswegen geht es auch zum Beispiel, das ist das Schlimme, was häufig ist, dass viele junge Menschen sagen, naja, eben alle Parteien und links und rechts, das gibt es gar nicht mehr und so weiter. Das ist natürlich das genau, was sie wollen, dass man sozusagen unter dem
unter dem Schein, sozusagen unter dem Schirm der neoliberalen bürgerlichen Parteien sozusagen die Scheinproteste der AfD bekämpft, nach oben. Das sind Scheinproteste. Die sagen, ja, die da oben oder das raffende Kapital. Das Entscheidende ist die Analyse. Eine Analyse, die wir zum Beispiel auch bei der Anstalt eben gemacht haben. Und links, ja, das gibt es. Links fängt da an, wo man alternative, antikapitalistische Gesellschaftsordnungen bedenkt und überlegt, wie man da hinkommt. Man kann nicht einen schöneren neoliberalen Kapitalismus machen. Das ist sozusagen mit der Ideologie eine Endphase, die, und das ist, glaube ich, klar geworden, und wir könnten den ganzen Abend weitermachen, noch inhuman, was dort anklingt. Und ich meine, Mises hat 27 in seinem Buch Liberalismus den Faschismus begrüßt. Er findet ihn akademisch nicht okay. Klar, die wollen dann nicht, so als Akademiker, nicht mit dem SA-Proleten rumreden. Aber wenn es denn dann sein muss, dann nehmen sie auch den Faschismus in Kauf. Und sie haben ihn damals in Kauf genommen und gesagt, er hat seine Verdienste gehabt. Das heißt, man weiß, dass diese Leute, wenn es drauf ankommt, auch zu faschistischen Mitteln greifen. Und dem Ansatz ist das sozusagen die Faschisierung ihr Programm. Wie kann man antisozial sein? Wie kann man gegen eine Gesellschaft sein? Wie kann man jede Art von letztendlich Demokratie in eine Scheindemokratie verwandeln? Aber die Show ist gut, die sie machen. Und das ist intelligent. Und das ist ein Punkt, den wir begreifen müssen. Es gibt links und rechts. Es gibt Alternativen, die man bedenken muss gegen diese Art, diesen neoliberalen Kapitalismus in dieser Situation. Aber zunächst muss man dann den Hintergrund erkennen. Und jetzt will ich zum Schluss noch etwas machen, um klarzumachen, wo man steht. Wenn ihr noch Zeit habt, eine Viertelstunde. Okay. Dann möchte ich einfach mal zeigen, um welche Summen und was es hier eigentlich geht. Hier ist, das ist ganz schön, wenn ihr das so sieht. Das schreiten sich zwei zu Fakten. Ne? Der eine sagt, hey, das sind hier 4 Balken. Und der andere sagt, hey, das sind ja 3 Balken. Und die kommen dann nicht wieder und jetzt gibt es eine Konsensbildung. In irgendeiner Form. Aber was man machen kann, ist, sich das genauer anzugucken. Und dann sieht man, dass in der Mitte ein Konstrukt ist, das sind gar keine Balken. Und insofern ist dann das Ergebnis nach so einer Recherche ganz einfach. Es sind 2 Balken. Also es macht schon Sinn, Dinge sich genauer anzugucken. Das wollte ich mit dieser Figur. Und dann mal sozusagen, wenn alle 3 oder 4 sagen, kann es durchaus dann doch 2 sein. Und hier möchte ich Ihnen jetzt noch zum Schluss was zeigen, in dem Zusammenhang, was er eben mit vor diesem neoliberalen Hintergrund. Der Neoliberalismus und die Folgen der Privatisierung, der Steuersenkung, des Sozialstaatsabbau und der Deregulierung der Märkte. Hier gebe ich Ihnen mal so, nur mal so zur Einführung, 2 Zitate von Hayek. Wahr ist, dass eine soziale Marktwirtschaft keine Marktwirtschaft, ein sozialer Rechtsstaat kein Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein Gewissen, soziale Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit und ich fürchte auch, soziale Demokratie keine Demokratie ist. Womit wir es im Falle der sozialen Gerechtigkeit zu tun haben, ist einfach ein quasi religiöser Aberglauben von der Art, dass wir ihn respektvoll in Frieden lassen sollten, solange er lediglich seine Anhänger glücklich macht, den wir aber bekämpfen müssen, wenn er zum Vorwand wird, gegen andere Menschen, also Sie, die Reichen, Zwang anzuwenden. Und der vorherrschende Glaube an soziale Gerechtigkeit ist gegenwärtig wahrscheinlich die schwerste Bedrohung der meisten anderen Werte einer freien Zivilisation. Ich glaube, das ist ohne Worte. Die soziale Gerechtigkeit ist die schwerste Bedrohung der meisten anderen Werte einer freien Zivilisation. Das ist Hayek im Original. Da findet man vieles zu, aber einfach, dass man so einen Geschmack mal kriegt. Und ich möchte Ihnen einfach mal zum Schluss 2 Dinge sagen, was wichtig ist. Was wichtig ist, sorry. Wir haben manchmal keine Ahnung und wir können uns auch nicht vorstellen, wie viel Geld, wie viel Werte da sind. Und deswegen gibt es dieses Money Project und ich habe einen Teil davon jetzt mal genommen und ich will Ihnen heute Abend
dann mal mit, sie mit Bildern versehen. Also ich meine, viele von uns spielen ja schon mal Lotto oder wetten auf was und freuen sich, wenn sie und hoffen, dass sie irgendwann für eine Million gewinnen. Das ist irgendwie, scheint viel Geld zu sein. Aber nehmen wir mal an, eine Million ist jetzt viel Geld. Also für die meisten ist das ja so wahrscheinlich sogar so. Und eine Million ist jetzt ein Meter hoch. Ja? Dann sind beispielsweise eben die Kochbrüder, also dann ist der Mount Everest, der höchste Berg, ist bei 8 Milliarden. Ne? Weil ein Kilometer sind dann 1000 Meter, sind 1000 Millionen, ist eine Milliarde. Ne? Also eine Milliarde ist ein Kilometer Höhe. Der Mount Everest sind dann 8 Milliarden. Die Kochbrüder sind dann bei 90 Kilometern über dem Erdboden. Glauben Sie, da sehen die noch irgendjemanden, der 2 Millionen hat? Und eines, nur mal von der Höhe. Hier oben ist ein Quadrat. Das wird jetzt dauernd benutzt. Das ist, da steht 100 Billion. Die USA kennen, für Billion ist unsere Milliarde und unsere Billion ist deren Trillion. Nicht? Also die, das heißt, diese Billion ist unsere Milliarde. Also dieses Quadrat sind 100 Milliarden Dollar. Das heißt 100 Kilometer über dem Erdboden, dieses Quadrat. So, Silber, jetzt sehen wir da ein paar Sachen. Silber ist jetzt beispielsweise dieses eine Quadrat hier. Dann gibt es die großen Firmen, die haben dann wie zum Beispiel Microsoft so 600 Milliarden oder Alphabet oder Apple oder Facebook oder Amazon. Ja, und dann geht es weiter und die 50 reichsten Personen haben dann sowas wie 1,9 Billionen zusammen. Also sagen wir rund 2 Billionen, also 2000 Milliarden. Das heißt, das sind dann 2000 Kilometer über dem Erdboden. Dann gibt es, das ist hier zum Beispiel, was der Staat von Florida hat. Hier ist das, was die Federal Reserve gerade hat. Hier sehen wir, das ist jetzt für uns interessant, die Münzen und Banknoten weltweit sind hier diese grünen Quadrate. Jedes Quadrat 100 Milliarden Dollar. Das sind zusammen 7,6 Billionen, also die Trillion USA ist unsere Billion, 7,6 Milliarden oder 7,6 Billionen gibt es an Scheinen und Münzen. Bargeld. Und darunter ist interessanterweise, weil das Geld ja mal goldgesichert war, immer noch ähnlich groß, 7,7 Billionen Dollar an Werten, die in Gold stecken, also an Gold, reinem Gold, was sozusagen als Wert da liegt in Tresoren und so weiter. Das heißt, es könnte abgesichert sein, aber die Absicherung durch Gold gibt es nicht mehr. Hier haben wir so zum Beispiel jetzt 73 Billionen einfach an Aktien weltweit. 73.000 Milliarden. Jedes Quadrat 100 Milliarden. So, dann haben wir hier hier so zum Beispiel leicht zugängliche Geld- und Aktienwerte. Hier haben wir die Schulden. Die offenen globalen Schulden von 250 Trillion, also Billionen Dollar. 15 Billionen. Und hier haben wir zum Beispiel das, was in den entwickelten Ländern in Gebäuden alles steckt an Geld. Aber was mich interessiert und was ich Ihnen mitgeben will, ist Folgendes. Sie haben im Grunde genommen so um die 7 bis 8 Billionen Dollar an Münzen, an Gold. Wenn man sich mal anguckt, was die Schulden gerade waren, über 200 Billionen, das Weltsozialprodukt, also das, was an Waren und Dienstleistungen pro Jahr in den Verbrauch erzeugt wird, liegt zwischen 60
und geschätzten 80 Billionen Dollar auf diesem Planeten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal einfach, was die unterste Grenze des Wettens ist an Derivaten, an Swaps, an all denen, was sozusagen an, was man so als vergiftete Dinge gesehen hat, die so maschinell in teilweise Millionen Nanosekunden gehandelt werden, an Geldwetten, die in diesen Fonds zum Beispiel gemacht werden. Das läuft hier alles unter dem Bild Derivate. So, und jetzt gucken Sie sich mal an, wie viele Derivate es weltweit zurzeit ungefähr gibt. Schauen Sie mal. Eine ist sozusagen 100 Milliarden. 100 Milliarden ist ein Punkt. So, hier sind wir an der untersten Grenze bei 544 Billionen Dollar an Derivaten. Bitte? Derivate sind jetzt alle Spekulationsobjekte, hinter denen jetzt sozusagen keine reale Ware. Also sozusagen, wir wetten jetzt darauf zum Beispiel, dass ich kaufe jetzt zum Beispiel 1000 Tonnen Weizen, die ich aber nie habe. Ich wette darauf, dass jetzt zum Beispiel der Weizenpreis jetzt steigt, weil wegen schlechtem Wetter. Ich kaufe die aber nicht, habe nicht mal Kosten, die zu hinterlegen. Und wette darauf und hoffe, dass dann in diesen Maschinen andere mitziehen, dass der Weizenpreis dann irgendwie letztendlich so spekuliert wird und dass das Wetter schlechter wird und dass ich dann zum Schluss an dem Tag, wo es ausgezahlt wird, tatsächlich an dem Wettpreis der Preis ist, dann kriege ich was ausgezahlt und habe gewonnen. Ansonsten habe ich das Geld, was ich da eingesetzt habe, viel weniger, aber verloren. Das heißt also, ich brauche kein Weizen, ich wette einfach nur drauf. Wir können auch drauf wetten, zum Beispiel 10 Milliarden, dass heute vor 12 Uhr es hier in Koblenz nicht regnet. Das ist alles möglich an diesen Wettdingern. Das sind alles Derivate. Sie sind eigentlich dazu da, etwas abzusichern. Abzusichern, Versicherungen, als Versicherungen werden sie verkauft. So nach dem Motto, ich mache einen kleinen, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie viel ich für meinen Weizen kriege, dann sage ich, ich brauche aber mindestens irgendwie den und den Preis. Und wenn es drunter ist, mache ich ein Derivat, was mir die Differenz dann bezahlt. So ist das mal entwickelt worden. Aber heute sind es reine Wetten. Derivate sind hier einfach nur subsumiert worden auf reinen Wetten an entsprechenden Einrichtungen, auf etwas, was real existiert, auf die unmöglichsten Dinge. Man kann auch darauf wetten, wie viel irgendwie im Platz einer Wohne heute Abend an Personen da ist und lässt es durch Video zählen und dann hat man gewonnen oder nicht gewonnen. All das sind Derivate. Das können Sie aber nur machen, wenn Sie einen bestimmten Zugang mit irgendwelchem Vermögen zu bestimmten Dingen haben. Und diese Derivate, allein die kleinste Summe, sind 544 Billionen Dollar. Das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Größe, wenn man das mal mit dem Weltsozialprodukt vergleicht. Und das heißt, wir sagen 4, 6, 7 Mal, also zwischen 5 und 7 Mal, allein die ist die unterste Grenze der Derivate dessen, was weltweit im Jahr produziert wird. Ich meine, das muss man sich einfach klar machen, was das heißt. Das heißt also, und letztendlich, ich meine, das bedeutet zum Beispiel, dass jemand, der sich für 20.000 Euro ein Auto kauft, eine Versicherung drauf macht für 100.000 Euro, der hat keinen Bock, dass das Auto heile bleibt. Weil er kriegt ja dann 100.000 Euro, wenn es kaputt ist. Das heißt, wir haben eine Situation erreicht, wo sozusagen das normale Profitieren durch reale Produktion nicht mehr funktioniert. Das heißt also, im Grunde genommen ist das zu lange. Man investiert irgendwo, was wird produziert, der Mehrwert entsteht, der Mehrwert muss erstmal umgesetzt werden in Geld, muss wieder investiert werden und so weiter. Inzwischen läuft das durch Wetten unabhängig von realen Dingen. Und führt zu gigantischen Prozessen und Gewinnen. Und letztendlich sind wir jetzt in der Situation, das wollte ich Ihnen vorführen, dass die unterste Grenze schon irgendwie bei ungefähr 5 Billionen Dollar ist und die obere. Ich meine, das sind irgendwie Tausende von diesen, sind bei 1,3 Billiarden. Das heißt, 1.300 Billionen Dollar Wettgelder. Das heißt,
Was ich Ihnen damit zeigen will, ist im Grunde genommen, es gibt unglaublich viel Buchgeld. Das ist ja kein Bargeld. Also ich meine, Bargeld sind ja gerade mal 7 bis 8 Milliarden da. Billionen da. Ja? Das heißt, wir haben eine unglaubliche Menge von Kreditgeld und Geld, was dem, und das ist das Entscheidende, dem steht eigentlich nicht wirklich mehr Wert gegenüber. Ich meine, Geld ist nur so viel wert, wie es auch, wie was da ist in der Realität. Geld ist immer, braucht ja sozusagen, ich meine, vor allen Dingen Buchgeld ist ja Geld, was letztendlich einfach nur eine Zeichenreihe ist. Ich meine, eine Münze, die hat ja noch einen Wert, hat einen Prägewert und der Prägewert, der drauf ist, möglichst höher, damit die Geldschöpfungsmenge größer ist. Also wenn jemand für irgendwie einen Taler so und so viel Geld ausgeben muss, damit er geprägt wird als Landesherr und da ein größerer Wert draufsteht, dass die Differenz sein Gewinn, sein Schöpfer, der Gewinn, den er sozusagen damit macht. Und das muss man jetzt einfach mal bedenken, was für eine gigantische Menge an Buchgeld da ist. Ich meine, früher als Kind, viele vielleicht können sich noch daran erinnern, kam jemand und wir hatten Weltspartag. Und die haben uns erklärt, was die Banken so machen. Wir sollten unser Geld auf die Bank bringen, das leuchtete uns ein, weil wir was über hatten oder von Oma und Opa und Tante und Onkel zum Geburtstag was gekriegt haben. Dann ist uns erzählt worden, dass dieses Geld dann an andere verliehen wurde, nämlich Handwerker und andere, die konnten dann da was mit dem Geld, was wir über hatten, wurde hinterlegt, die Banken haben das verliehen und die mussten dann dafür Zinsen bezahlen und die mussten sozusagen Zinsen an die Bank bezahlen und von diesen Zinsen haben wir Guthabenzinsen gekriegt. Und die Differenz war der Gewinn der Bank. So hat man uns Bank erklärt. So war das nie. Man macht sich da kaum Gedanken drüber und das ist nur noch wichtig. Wenn wir zum Beispiel uns Geld leihen, 100.000 Euro, beispielsweise von einer Bank für eine Hausrenovierung oder so, dann muss die Bank bei der Notenbank 1% dieser Summe hinterlegt haben. Das heißt, die muss 1.000 Euro Bargeld bei der Bundesbank hinterlegt haben. Daraufhin kann sie 100.000 verleihen. Wie macht sie das? Indem sie einfach eine Zahl hinschreibt. Das heißt, diese Zahl, diese 100.000 sind 99.000 einfach aus dem Nichts geschöpfte Zahlen. Das ist Buchgeld. Dieses Buchgeld entspricht also nur ein Hundertstel Bargeld. Und gleichzeitig soll eine Sicherung an Realwerten dort erfolgen. Das heißt, das Buchgeld ist auch nicht beliebig erweiterbar. Es muss ja immer noch an Werten und an Geld hängen. Aber es gibt eben Buchgeld, was man im Grunde genommen einfach nur eine Eintragung ist. Und wo sozusagen diese 99.000 durch die Geldschöpfung direkt an die, also der Gewinn der Bank sind, weil dieses Geld hat sie sich selber geschaffen, um es zu verleihen. So, und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das meiste Geld, was hier ist, Buchgeld ist, fiktives Geld auf irgendwelchen Konten, nur 7 bis 8 Billionen davon sozusagen von diesen 500 bis 1500 Billionen sind Bargeld. Dann sieht man, dass es ein Riesenproblem gibt, nämlich dieses Geld entspricht kein anderes, dieses Buchgeld entspricht keinem Münzgeld, keinem Bargeld mehr und es sind auch nicht mehr genügend Werte da. Das heißt also, trotzdem wird aber gesetzlich und durch Polizei, durch Zoll, durch alle möglichen Infrastrukturen dafür gesorgt, dass dieses Geld einen Anspruch darstellt, einen Anspruch auf Waren, Dienstleistungen und alles mögliche andere nützliche, materielle. Und im Grunde genommen ist jetzt das Problem, was man jetzt da sieht, sagt man sollte eigentlich, wieso löscht man nicht einfach dieses Geld, dann wäre das Geld weg. Nee, diejenigen, die das haben, haben jetzt drei große Vorteile. Nämlich erstens, wir haben vorhin gesehen, wer das Geld besitzt, ist mehr wert. Nicht? Das heißt, die Hierarchie wird dadurch bestimmt. Das Zweite ist, warum immer privatisiert wird, bis man zum Schluss wahrscheinlich das Wasser und die Luft noch privatisiert, weil man braucht drei reale Werte, damit dieses nicht noch absurdere Disverhältnis von Buchgeld zu echter Dienstleistung und Ware nicht völlig aus dem Ruder läuft, was es aber teilweise jetzt schon ist.
Und wenn man jetzt sagt, man könnte das Problem ja dadurch lösen, indem man einfach das Buchgeld mal löscht, Ende Feierabend, dann ist es das jetzt mal. Ich meine, Geld sollte auch nicht beliebig, sonst ist eine Rieseninflation da einfach auch, nicht beliebig vermehrt werden. Das crasht einfach. Was ein Crash ist, haben wir schon mal gesehen, vor ein paar Jahren, ist auch teilweise noch komplexer, aber es geht einfach darum, dass das Gegenteil gerade geplant wird, das Bargeld abzuschaffen. Das heißt, die Leute, die über dieses riesen Buchgeldvermögen beispielsweise verfügen, wollen, dass das Bargeld auch noch abgeschafft wird. Und dann ist realistischerweise, gibt es kein Geld mehr, weil das, was an Buchgeld da ist, ist kein Geld, sondern nur ein Anspruch auf Geld oder Waren. Also wenn Sie zum Beispiel mit einer EC-Karte irgendwo hingehen und bezahlen, dann ist das kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern Sie lassen was abbuchen und übergeben damit einen Anspruch auf hinterlegtes Geld. Aber es ist kein Geld, sondern Sie tauschen Ansprüche auf Geld und nicht Geld. Das heißt, Sie können zum Beispiel auch eben nicht Eigentum, beim Tausch ist ein Eigentumsaustausch da. Sie haben als Eigentümer das Geld und geben es. Dieses Tauschmittel bedeutet zum Beispiel, Sie übergeben irgendwelche Geldscheine, irgendwelche Dinge oder andere Waren. Das macht den Tausch aus und das geht anonym und das geht zwischen mehreren Personen. Wenn Sie das Geld abschaffen, haben Sie kein Geld, sondern Sie nennen das nur noch Geld. Es sind aber reine Ansprüche, die kontrolliert werden von Dritten. Das ist ungefähr die Situation, dass Sie nur noch Marken haben. Sie gehen zum Aldi. Die Verkäuferin sagt Ihnen jetzt, Sie sollen 25,20 Euro bezahlen. Und dann steht daneben einer und sagt, pass auf, ich nehme aber Ihre Marken jetzt nicht an, sondern ich muss die Marken über jemanden jetzt erstmal geben, der dann sich ein paar Marken abreißt und dann die 25,20. Ich muss ihm mal 27 Euro geben oder dass er 25,20 Euro zahlt. Gleichzeitig will er meinen Namen wissen, damit er mich richtig ansprechen kann. Dass er das auch gleichzeitig auch noch der Frau weitergeben kann. Gleichzeitig sind hinter ihm noch 17 Leute, mit denen er sozusagen die Information, was ich gerade gekauft habe und so weiter, weitervergeht. Das ist die reale Situation, die bei dieser Bargeldabschaffung da ist. Und wenn man dann sieht, was das für Kontrolle bedeutet. Die Abschaffung des Bargeldes, und erinnern wir uns das, was ich vorhin gesagt habe, ist, das ist die völlige Realisierung der Überwachung einer Welt, wo alle Individuen auf Tausch und also ökonomisiert auf Dienstleistungsverhältnisse und Tauschverhältnisse reduziert werden. Das heißt, und das ist die totale Realisation einer überwachten Tausch- und ökonomisierten Gesellschaft. Das heißt, jedes reduzierte Handeln, die Menschen werden erst auf Tauschen und ökonomische Handeln reduziert und dann wird es komplett überwacht. Was bedeutet Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Diese Bitcoins sind sozusagen Mittel, die kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, wo jeder dran kann, die selber schöpfbar sind. Das heißt also, das große Problem ist dabei dann, dass es ein virtuelles Geld ist, wo auch nur Leute bestimmte Geldschöpfungsprozesse haben, die aber komplett dem staatlichen Handeln auch entzogen sind. Ein wichtiger Prozess des Bargeldbeendens ist zum Beispiel die Beendigung des staatlichen Monopols, zum Beispiel an Geldherstellung und den Notenbankgeschichten. Also es ist ja heute schon verboten, zum Beispiel mehr als 5.000 Euro teilweise zu bezahlen. In Italien kann man noch weniger bar bezahlen. Das heißt, es wird systematisch daran gearbeitet, Bargeld abzuschaffen. Das kann man in Schweden sehen, wo fast gar kein Bargeld mehr ist. Man fasst sich da an den Kopf, Leute versuchen sich inzwischen, wir sind Versuche in Schweden da, dass Leute Chips eingepflanzt kriegen, weil man ja damit noch leichter bezahlen kann. Ich meine, das ist die wahnwitzige Kontrolle, das ist letztendlich, was am Ende, wenn man diese Zusammenhänge nicht sieht, also diese neoliberale Idee und ihre wunderbare Umsetzung, allein durch diesen Kampf gegen das Bargeld in eine vollständig kontrollierte Gesellschaft, wo Preise gemacht werden, wie viel jemand an Geld hat, was er an Hartz IV kriegt, das alles ist dann bekannt und man kann diese Dinge preislich dann, der eine kriegt dasselbe Ding zur gleichen Zeit letztendlich aufgrund seines Alters etwas günstiger als jemand Jüngeres oder umgekehrt. Aber letztendlich
ist es wesentlich zu sehen, dass diese einzelnen Aktivitäten zusammenhängen. Das wollte ich heute Abend übermitteln. Man muss sich diese neoliberale Ideologie und diese globalisierten Wirtschaften auf neoliberaler Basis angucken, hinterfragen und sehen und vor diesem Hintergrund dann eben auch sehen, warum bestimmte vordergründige Dinge so laufen, wie sie laufen. Das macht dann Sinn. Und dann ist es nur möglich, dagegen was zu machen, wenn man das verstanden hat. Ich will zum Schluss noch sagen, Warren Buffett hat es immer wieder gesagt, there's a class war, all right, but it's my class, the rich class, that's making war and we are winning. So, dieses Zitat hat er mal gesagt es ist Krieg. Möchte ich zum Schluss am Ende der Veranstaltung sagen, es ist Krieg, dessen Propaganda der Neoliberalismus ist. Es ist ein Krieg gegen den Planeten Erde und unsere eigene Gattung. Es ist ein Krieg, der von der Menschheit sofort beendet werden muss. Es ist ein Krieg der wenigen Mächtigen, der nur beendet werden kann, wenn sich die vielen Ohnmächtigen einig sind, solidarisch für eine demokratische Wirtschaft zu kämpfen, aufgeklärt die Notwendigkeit dieses Kampfes zu begreifen, um in Freiheit und in Frieden mit sich und der Natur leben zu können, um als Menschen zu überleben. Dankeschön. Vielen Dank, Eckhard Sieger. Das ist dein Applaus. Du hast deutlich die Zeit überanstrengt. Ich hoffe, ihr... Ja, dafür kann man es jetzt besser sehen. Wunderbar. Und die Wiese, die hat sich auch langsam gelichtet. So, jetzt kommen wir natürlich zu einer Diskussionsrunde, wenn noch jemand Fragen hat. Und ich muss, mit einem Mikrofon müssen wir sparsam sein heute. Ich versuche das mal, genau. Tut mir leid für die technischen Differenzen, aber das nächste Mal klappt es wieder. Tut mir leid. Ja, Eckhard, wir haben uns ja vor einigen Jahren mal kennengelernt, vielleicht erinnerst du dich an mich. Ja, dann bitte näher ran. Ja, ich war ja in Neuwied, also im Stadtrat und Vorsitzender, aber das ist nur nebenbei. Was du jetzt natürlich erzählt hast, das ist ja ausufernd. Ich kann vielleicht mal einen ganz praktischen Hinweis geben. Letzte Woche oder vor zwei Wochen kam im SWR ein Film, Die große Geldflut. Und den Film sollten sich die Leute mal aus der Mediathek abrufen. Da sind die Zusammenhänge auch nochmal schön erklärt, dass man so 1% hinterlegen muss. Die Verbindlichkeit ist die Sicherheit und die Bonität. Und wenn das natürlich wie damals in Amerika bei der Subprime-Krise eben nicht gegeben ist, dass die Zinsen auf 6% hochkamen, vorher waren sie bei 2%, vorher bei 2% waren das $500, nachher $1,500. Ist ja ganz klar. Dann können die Leute, die das gerade so aus dem letzten Loch pfeifen, gerade noch so bedienen, aber bei $1,500 geht da nichts mehr. Und wenn da der Staat, den ich jetzt fiktiv voraussetze, was er aber nie machen wird, weil er von den Reichen natürlich, von den Reichen letztendlich geschaffen worden ist und nur Reiche da eben in wirklich eine Regierungsfunktion kriegen, bei uns läuft das auf anderen Wegen, wenn die einfach das kreditiert hätten, diese Summen, und nicht den Banken das Geld gegeben hätten, also praktisch auf den Schultern von der Allgemeinheit, dann wäre die ganze Weltkrise an dem Punkt mal gestoppt worden. Aber das ist genau der Punkt, diese riesige Geldmenge, die ja immens ist, da kommen noch die außerbilanziellen Haushalte dazu, dann ist der Bock ganz fett. Das ist natürlich ein Rad, was gedreht wird. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit Gabor Steingart gelesen. Und das ist nochmal ein schönes plakatives Beispiel. Da hat er gesagt oder geschrieben, dass von 1950 bis 70 es ein Wirtschaftswachstum in der Periode von 6,5% oder 6,7% gab. Von 70 bis 90 waren es schon 2,3 in der Periode. Und dann bis 16 1,3. Also das ist ja die Quadratur des Kreises. Da wird es ja eigentlich deutlich, dass das gar nicht mehr machbar ist. Höhere Wachstumsraten zu erzielen, was sie uns ständig erzählen, damit wir mal wieder aus diesen Schulden rauskommen. Das ist immer wieder Hase und Igel, wir sind immer hinten dran. Und genau das alles hat natürlich einen Namen, Kapitalismus. Und da fängt die Diskussion an, Mehrwert, Marx, ist natürlich nicht jetzt umsetzbar, aber wir könnten Schritte entwickeln, antineoliberal Politik machen, die dazu mindestens mal anfangen muss bei einer fairen, sozialen, ökologischen Marktwirtschaft. Soweit das ist natürlich mit der Richtung Überwindung des Kapitalismus. Wenn wir das nicht schaffen, dann gute Nacht, Marie.
selber noch. Ja, davon. Ich wollte ganz kurz was sagen, wenn es um die Wahrheitsbildung geht, also was Sie erzählt haben. Gerade was in den Nachrichten kam, also ich komme aus England, aber dieses Skripal-Fall zum Beispiel, wie das gelaufen ist. Wir hatten eine Situation da in England, wo immer die gleiche Wortwahl benutzt wurde von jeder, von der Regierung, als die gefragt worden sind von Journalisten. Als es ging darum, ja, mit diesem Novichok, was ist dieser Novichok hier? Die Politiker, jeder Einzelne hat die gleiche Wortwahl genommen. Die haben gesagt, dass dieser Novichok, das ist ein Stoff, was in der Sowjetunion oder in Russland entwickelt worden ist. Kein einziger Journalist in England hat die Frage gestellt, kam dieser Novichok aus Russland, dieser bestimmte Novichok, was diese Leute vergiftet hat. Und das macht wirklich zu denken. Es musste erst einmal ein Deutscher kommen, ein deutscher Journalist, und diese Frage stellen. Und dann kam dieser Boris Johnson, ne, richtig in die Bredouille und wusste nicht, wie er antworten sollte und hat dann gelogen, halt, hat dann gesagt, ja, ich habe mit demjenigen gesprochen in Portendown, da wo es überprüft worden ist, und er hat mir gesagt, dass das gestimmt hat. Und der in Portendown hat dann gesagt, das stimmt gar nicht, ich habe das gar nicht gesagt. Ja? Es ist eigentlich nur verheerend zu denken, dass wir haben ein System jetzt von den Medien in England, was so kontrolliert wird, dass nicht einmal englische Journalisten sich trauen oder dürfen oder ich weiß nicht, einfach die Fragen zu stellen, die jeder wissen will. Ja? Und gut, das kommt mich zu dem Punkt, wenn Sie über diesen Informationskrieg, wir reden von Fake News im Grunde, das ist dieser Propagandakrieg gab es immer. Ne? Aber vor 10 Jahren ungefähr haben die Amerikaner ein Project for a New American Century gemacht. Ja, das war ein Dokument, das kennen Sie bestimmt. Die haben gesagt, Full Spectrum Dominance, das heißt, die komplette Dominanz wollten sie haben über die Welt. Das ging um Militär erst einmal. Das ging um Land, Meer, Luft, Weltraum und Information. Also Information ist wahrscheinlich das Mächtigste, was es überhaupt gibt in der Welt. Wenn man die Köpfe von den Leuten besetzen kann, dann braucht man keine Polizei mehr. Die Leute tun sich selber, sind selber ihre eigenen Polizisten. Okay, das wollte ich nur mal loswerden. Danke. Dankeschön. Wolltest du dazu was sagen? Meine Bitte ist, diesen Vortrag, Sie haben ja offenbar gefilmt, in irgendeiner Form zu bekommen. Dann noch ein Hinweis von mir, die Nachdenkseiten sind gerade in Ihrer Arbeit sehr, die Aufdeckung der Manipulation der Presse. Also da gibt es ganz viele spezielle Artikel und Vorträge oder so, wo das dargelegt wird, die Methodiken der Manipulation. Nachdenkseiten.de. Ja, das lesen wir auch. Ja. Dankeschön. Darf ich noch was Kurzes in eigener Sache sagen, bevor das hier komplett untergeht? Das ist ja eine private Veranstaltung hier und wir haben auch Kosten und nicht so wenige. Wenn ihr so nett seid, die paar, die noch hier sind, vielleicht vorne was in dieses Glas spenden könntet. Dankeschön. Ja, ich sage nochmal schönen Dank. Also was ich versucht habe, deswegen ist es ein bisschen länger geworden, auf der einen Seite Ihnen klar zu machen, wie man sozusagen durch Verschleierung von bestimmten hintergründigen Sachen Vordergründe sozusagen hypt, um uns zu packen. Irgendwie ist ja der Honigtopf mit Unwissen sozusagen gefüllt, damit wir Dinge legitimieren, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir sie gar nicht erst wissen. Das habe ich versucht an diesem Beispiel Fake News klar zu machen. Und dahinter mal lohnt es sich, das wollte ich klar machen, sich mit dieser neoliberalen Ideologie und diesen Strukturen des Neoliberalismus, die nach dem Zweiten Weltkrieg und verstärkt dann umgesetzt wurden ab den 70er Jahren und uns alle eigentlich betreffen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass es sich lohnt für eine alternative Gesellschaft, sozusagen eine linke Gesellschaft, die jenseits des Kapitalismus ist, sich einzusetzen. Aber das kann man nur machen,
wenn man zunächst einmal das, was ist, analysiert, um zu sagen, das will ich nicht und ich will was anderes und da diejenigen findet. Und dann ist es einfach so, dass hier noch ein Büchertisch auch ist, auf den wollte ich mal hinweisen, da sind einige Bücher, zum Beispiel auch die von Wolfgang Schorlau und da ist auch was von Max Uthoff da. Das hat jetzt Sabine auch alles gemacht, bei denen ich mich herzlich bedanken wollte für den Abend, dass sie das organisiert haben. Und damit ihr ein bisschen Geschmack noch kriegt auf ein Buch, vielleicht auch ganz besonders, weil es jetzt gerade wegen des NSU-Prozesses war, der NSU-Prozess, der über 400 Tage gedauert hat. Aber an allem, das Narrativ, was dort erzählt wird, bedeutet einfach, es gab diese Gruppe NSU aus drei Leuten und keinen mehr und die waren auch noch die Täter. Also was wir in diesem Buch, in einem Krimi mit den ganzen Belegen gezeigt haben, ist, dass es bis heute für die 27 Taten von Mündlos, Bönhardt und Schäpe an allen Tatorten keine einzige Spur gibt. Und zweitens, wir haben nachgewiesen, zum Beispiel im Taschenbuchband, anhand der internen Untersuchungen der Rechtsmedizin, können wir nachweisen, dass Mundlos und Bönhardt bereits 12 Stunden tot waren, als sie sich angeblich umgebracht haben. Und das ist dort nicht irgendwie eine Meinung, sondern wir haben das mit Hilfe von Rechtsmedizinern definitiv analysiert. Es gab auch einen Spielfilm dazu, wer da Lust drauf hat, sich das anzugucken. Denn das wirklich Beklemmende ist, die Täter, die für dieses Morden verantwortlich sind, sind noch auf freiem Fuß. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das ist nicht aufgeklärt und das sollte ganz wesentlich sein, um diese faschistischen Strukturen, die da aufgebaut worden sind, wirklich und deren Sinn, wer das gemacht hat, zu erkennen. Aber das nur zur, da ist noch ein Tisch, kann man da kaufen. Also, und hinterfragen lohnt sich, nachdenken lohnt sich allemal, sich verbünden mit einer Utopie. Eine andere Chance haben wir nicht mehr. Eine Utopie, es geht um die Gattungsfrage und wir müssen überleben, indem wir genau solidarisch, demokratisch eine Gesellschaft wollen, die wesensdemokratisch ist, auch in der Wirtschaft. Das mögen diejenigen, die das als Feudalbetrieb betreiben, gar nicht. Okay, schönen Heimweg und ich bin noch ein paar Minuten da und schönen Dank an Sabine und ihr Team und bis irgendwann mal. Vielen Dank, Eckart. Also die Bücher könnt ihr dort kaufen oder Sie kaufen. Vielen Dank für eine kleine Spende. Ich wollte noch auf zwei Sachen hinweisen. Ich bin ja so ein bisschen down und ich glaube, viele müssen sich das auch erstmal durch den Kopf gehen lassen. Vieles wissen wir teilweise auch schon durch den Ernst Wolf. Aber es gibt zwei Apps, die ich ans Herz lege, damit wir nicht diesem ganzen Hetzen und diesem Kampf im Internet unterliegen und versuchen, Netzwerke zu bilden. Gibt es ein gutes Netzwerk, eine Plattform, genau. Und die nennt sich Human Connection. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen. Wir haben die Jungs und Mädels in Berlin kennengelernt. Wir unterstützen das auch. Seit 7 Jahren arbeiten die sehr, sehr hart an dieser Plattform. Ist alles wunderbar programmiert. Es wird ein Wissensaustauschnetz sein. Das heißt, es existieren heute schon Projekte, an denen man sich beteiligen kann. Man müsste sich da nur einloggen. Ist eine Art Facebook, aber nicht dieses Hauen und Schlagen, sondern es ist Pro- und Kontra-Diskussion, die wird zusammengefügt und dort dargestellt. Und jeder kann auch nur kanalisieren, was er gerne sehen möchte und was er ausblenden möchte. Darauf möchte ich hinweisen und auf eine zweite App, die wird im Oktober an den Start gehen, ist jetzt mit 3000 Leuten in der Testphase, in der Beta-Phase. Das nennt sich Democracy. Ich habe es auf Koblenz im Dialog vorgestellt. Der Marius Krüger wollte ursprünglich hierher kommen, hat aber Terminstress gehabt. Diese App lohnt sich tatsächlich, sich anzuschauen. Also sind alle Bundestagsvorlagen und Entscheidungen sind dort hinterlegt und der Bürger kann quasi dort über diese App, es wird auch im Internet, also auf dem normalen Computer abzustimmen sein, also nicht nur über App, übers Handy, wird es nachlesen können und eine Art Bürgerlobbyismus darstellen versus Industrielobbyismus, sodass man, wenn man viele, viele vereint in dieser App, eine Gegenöffentlichkeit herstellen kann. Also ich denke, das hat Potenzial.
die haben uns das vorgestellt, man braucht ein bisschen mehr Zeit, um das zu verstehen, aber eigentlich habe ich sie geladen und es erklärt sich von allein. Jo. Ich danke. Habt ihr noch eine Frage vielleicht? Habt ihr keine? Okay. Ich danke herzlich, dass ihr hier wart. Wünsche euch alles Liebe. Mit dir muss ich unbedingt noch sprechen, denn du wirst gebraucht. Ich habe da am Wochenende auch gesprochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Veranstaltung. Wir haben die für den 10. September geplant. Solltet ihr noch nichts vorhaben, merkt es euch vor. Den Professor Dr. Mausfeld können wir im Moment nicht buchen. Der ist leider einfach zu mit Terminen. Aber vielleicht können wir das im nächsten Jahr nochmal versuchen. Aber es gibt ja genug andere. Vielen Dank, kommt gut nach Hause. Tschüss. Sie möchten noch was sagen? Bitte, aber ganz nah ran. Professor Maus, ganz nah dran. Professor Mausfeld hat bei den Pleißweiler Gesprächen, die von den Nachdenkseiten organisiert werden, einen Vortrag von 1,5 Stunden gehalten und danach sind auch noch Diskussionen. Also das ist unbedingt wenigstens ersatzweise zu empfehlen. Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Und vielen Dank, dass Sie auch da waren. Tschüss.